Oh Gott. Oh, was ist hier los, du? Ja, ich muss ein kleines Wendemanöver machen. Ein kleines Inselwendemanöver, ne? Ja, das geht nochmal am effektivsten. Molo de Trimix hier. Es geht weiter mit Sea of Thieves. Und leider gibt es im Spiel ja kein Pay-to-Win. Aber das haben wir ja schon in diversen anderen Games gemacht. Wenn es kein Pay-to-Win gibt, machen wir Community-to-Win. Und da hat es schon G-Tan die letzten Male gemacht, dass sie einen kompletten Server besetzen. Der gesamte Server ist jetzt eine Allianz. 14 Spieler. Und alle segeln umher, looten alles, machen PvE-Action. Und immer wenn irgendjemand was abgibt, bekomme ich 50% vom Gold. Wir haben jetzt insgesamt 10 Stunden gespielt und ich habe 380.000 Gold hatte ich. Zeit, das mal ein bisschen hoch zu pimpen. Sehr Was gut. willst du denn heute machen? Tolle Piratenabenteuer. Piratenabenteuer. Und viel Gold. Das, was ein Pirat macht. Okay, dann würde ich sagen, lass uns World Events machen. Da hast du die meiste Abwechslung. Okay. Also wir müssen Forts machen. Da hinten ist jetzt ein Schiffsraid. Das heißt, wir müssen ein bisschen unseren Supply auffüllen. Da müssen wir ein bisschen kämpfen und so. Hier ist ein Leck. Hier kommt Wasser rein. Unser Schiff ist unter Wasser. Hä? Ja. Können wir zumachen. Wir müssen ein bisschen Supply holen, weil die Schaluppe hat jetzt hier nicht sehr viel Stuff gehabt. Wo ist das? Ich bin nur eine... Wo ist die Holzkiste? Hier. Hier in der Mitte ist die. Ah, jo, wie nervig. Ja, das Loch ist direkt hier oben. Sehr gut. Ich würde jetzt unser Schiff einmal so ein bisschen umbestücken. Wir fahren an den Outpost, holen uns eine Lagerkiste. Oh, das ist aber ein Fort, ne? Das ist noch nicht der Outpost. Und wir müssen mich jetzt Reaper auf den hohen Rang bringen? Ja, also du musst bei... Für nächsten Samstag, denn dort ist ein Double-XP-Event. Genau, und Coin. Double-Coin-Event? Also Coin heißt Gold. Doppelt, ja, ja, klar. Es gibt doppeltes Gold, also der Multiplikator kann bis 2,5 gehen. Also das ist so eine Community-Aktion. Nächste Woche ist Community-Day, weil wieder ein Jahr lang, glaube ich, länger Sea of Thieves am Start ist. Und da machen wir auf Twitter eine Aktion, da muss unter einem bestimmten Hashtag gepostet werden. Und das Maximum, was erreicht werden kann, ist mal 2,5. Okay. Oh. Okay, geil. Und dann haben wir bis maximal 2,5 Coin-Multiplikator. Plus, wenn ich Reaper auf der höchsten Stufe habe, gibt es auch nochmal einen Multiplikator. Genau. Durch die Flagge. Und das kann bis wie viel werden? Das stackt sich, die Multiplikatoren stecken sich auch gegenseitig nochmal hoch. Oh mein Gott. Laut Leuten, die auch sehr viel Ahnung von dem Game haben, mal 6,25 bei Gold. Mal 6,25 bei Gold. Und wir haben den kompletten Server an den Allianz. Ja, wir werden direkt morgen. Digga, da wirst du ja an einem Tag 20 Millionen Gold machen. Also unser Ziel ist, wir wollen an dem Tag mit der Lobby, mit der wir spielen, da sind welche, die wollen 24 Stunden mit mir durchgrinden. Wir wollen versuchen, ja, 50 Millionen Gold zu machen. Digga, was ist denn los bei euch? Krank. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber jemand hat gesagt, es gibt einen Skin, der kostet insgesamt, wenn du alles kaufst, eine Milliarde. Bullshit. Es gibt einen Skin für eine Milliarde. Digga, was ist los mit dem Spiel? Ey, wenn du denkst, das ist hobbylos. Wir hatten gestern welche bei uns in der Lobby, die haben 10 Stunden geangelt. Digga, ich fass es nicht. Und wie schaffst du das? Wie schaffst du das, dass wir alle zusammen mit den Leuten hier auf einen Server kommen? Wie geht das? Also die tun sich in einer Gruppe zusammen, die Leute, mit denen wir zocken. Mhm. Und dann connecten wir gleichzeitig rein ins Game. Und dann kann das passieren, dass 5 Schiffe auf einem Server landen. Von den Leuten, also. Ne, die gehen mit 16 Leuten zum Beispiel in Discord. Dann zählen wir mal runter, 3, 2, 1 und alle connecten gleichzeitig rein. Krank. Krank, okay, geil. So. Ja, das ist fett. Wo habe ich jetzt... Ich habe jetzt auch automatisch... ist das die Reaper-Flagge? Das ist die Reaper-Flagge. Die ist auch schon Stufe 5. Geil. Das kann ich alles... Ich muss mich nur einloggen und alles ist übernommen. Ja, ja. Wir haben jetzt das Schiff von denen. Die haben uns das Schiff übergeben, die jetzt gegangen sind. Das geht auch noch. Ja. Reicht das? Das reicht. Ein bisschen links perfekt. Halten. Oh, ein bisschen seitlich geparkt, halb so wild. Ich hab einen kleinen Curve-Jump gemacht. So, was muss ich hier jetzt machen? So, wir müssen jetzt einmal eine Vorratskiste holen. Die ist ganz wichtig. Die kaufe ich jetzt mal eben. Ah, gib mir die mal. Ich loote dann die ganze Erde kurz hier. Du kannst dann die ganzen Fässer looten. Ja. So, bitteschön. Lagerkiste aufnehmen.
So, und jetzt an jedes Fass gehen, was ich sehe. Genau. So, und ich mache unser Schiff jetzt mal hübsch. Digga, das klappt. Das ist ein chilliges System, dass man das. Das müssten sie so in jedes Game implementieren. Du hast eine Kiste und gehst an alle anderen Kisten, drückst F und kriegst den Scheiß. Das war aber am Anfang auch nicht in dem Spiel so. Da musstest du alles wirklich per Hand drücken. Das war wirklich ein Graus. Muss man auswendig wissen, wo die Fässer am besten sind, ne? Ja. Ja, das lernst du aber mit der Zeit so. Ja, ich finde hier schon ein paar. Proviant ist auch Essen und sowas. Alles brauchen wir, ne? Ja, alles mitnehmen, genau. Hier kann mich keiner angreifen, ne? Nee, also hier würde ich auch keinen Spieler angreifen auf dem Server. Ach so, das ja auch stimmt. Ja, ich dachte jetzt auch so Bots. Nee, also hier an dem Outpost hast du keine Gegner. Geil. Okay. Hier hast du auch Fässer in dem Haus, in dem Gasthaus. Okay. Logischerweise. Kann ich sehen, wo ich mein Reaper-Level habe? Ja, ne? Wie kann ich das sehen? Ja, du drückst Tab. Tab. Dann gehst du oben auf Piratenlogbuch. Piratenlogbuch. Dann auf Ansehen. Genau, und da hast du das drinne. Reaper sind Schnitterknochen. Genau. 21 schon. Das ist schon nicht schlecht. Also auf 50 musst du 3 Fraktionen haben. Dann bist du Piratenlegende. Geil. Okay, ich habe jetzt schon viel gelootet. Ich glaube, das reicht. Ja. Ich würde auch sagen, dass wir einmal gleich einen Geisterfort machen. Hast du schon mal sowas gemacht? Klar, wo die Geister kommen, oder? Genau. Weil da gibt's immer sehr viel Supply. Kann sein, dass wir je nachdem uns sogar eine Brick zur Hilfe holen müssen. Wir können den Raid gerne auch zu zweit versuchen. Aber nee, nicht sterben. Ja, die Galeonen sind schon ein bisschen heavy. Die sind nicht so ganz ohne für uns alleine. Nee, ohne sterben heute. Okay. Holen wir die schön dazu. Ich sterbe vielleicht trotzdem, aber insgesamt holen wir die dazu. Okay, hier ist die Kiste. Ja, dann kannst dann du das... Ach, guck mal, hier war sogar noch rein. Eine Lagerkiste. Lagerkiste öffnen. Keine kaufen müssen. Ich habe 17 Holzbretter geholt, 42 Kanonenkugeln, eine Mango. Super. Dann nehme ich die Kiste wieder. Zack. Und mache lagern. Ja. Geil. Hier auch lagern. Kann ich noch irgendwas lagern? Nur 2 Fässer zum Reinlagern, habe ich das richtig gesehen? Holz, Kanonenkugeln und Essen. Kanonenkugeln kommen hier, ne? Ah, guck, das habe ich nicht gefunden. So, am längsten. Gott, sind das viele Raketen, das ist ja... Und dann tue ich die Kiste hier unten einfach hin. Genau. Und das Schiff haben wir jetzt von jemandem übernommen. Warum sieht das so ranzig aus und scheiße? Oder ist das nicht besser? Weil das halt schon ein bisschen was erlebt hat, sage ich mal, das Schiff. Geil. Ich habe noch geguckt, dass ich es irgendwie ein bisschen schöner mache. Ja, das finde ich gut. Hier oben sieht es gut aus. Im Unterdeck sieht es halt aus wie sonst was. Und während wir hier die ganze Zeit rumsegeln, könnten andere Leute was abgeben. Genau. Okay, geil. Die sind auch gerade hier alle unterwegs, also... Kam schon was bei rum? Nee, bisher hat noch keiner irgendwas abgegeben. Nee, die sind jetzt alle losgefahren, also... Einige machen jetzt, glaube ich, gerade Athena-Quests. Das ist, da gibt's auch ordentlich Stuff. Vor allen Dingen levelst du Athena dadurch. Ja. Ja, und die anderen mal schauen, was die machen. Wir werden ja auf jeden Fall jetzt durch World Events dann gut Gold machen. Wir müssen jetzt erstmal eben ein bisschen Supply holen. Gut. So, wir sind auch schon gleich am ersten Fort. Ist das, was direkt vor uns kommt? Oder genau. Dahinter? Dahinter. Direkt jetzt, also nicht hier rechts die Insel, sondern das da hinten. Das so grün leuchtet. Ja. Dann klären wir jetzt einmal, dann gehen wir da mit der Kiste, mit den Lagerkisten durch, ziehen da einmal alles raus.
Dann haben wir mehr als genügend Kanonenkugeln und auch Holz eigentlich. Und dann kommt bei dir auch immer Booty Isle und sowas? Wenn ja, du genau. Das ist, wenn du dich einer Insel näherst. Dann siehst du immer den Namen von der Insel. Okay. Ich glaube, das kann man auch gar nicht ausstellen. Hast du schon mal einen Unterwasserschrein gemacht? Ja, haben wir doch zusammen gemacht, oder? Ich glaube, wo wir so gegen Meerjungfrauen kämpfen mussten. Nee, da war ich nicht dabei. Da habt ihr das, glaube ich, ohne mich gemacht. Stark. Was ist hier im Wasser, was so hochspritzt? Hm? Das ist weg. Das sind die Wellen. Ja. So. Da müssen wir auch, glaube ich, vorne schon direkt anlegen. Mach ich das mal eben alles. Was müssen wir da jetzt holen? Da machen wir jetzt die Geisterwellen kaputt. Und dann kriegen wir ja von dem Anführer einen Schlüssel, können dann das Dings plündern. Und was hier für uns wichtig ist, sind die Vorräte vor allen Dingen. Hier kriegst du halt sehr viel Kanonenkugeln. Vor allen Dingen Essen kriegst du sehr viel. Ja, und Holz geht so, ne? Okay. Ist das Game nicht rein objektiv gesehen voll stark? So Open World, wie das Wasser aussieht und alles? So, ja, das ist definitiv, ja, definitiv. Ich kenne kein anderes Game, das es so gut hinbekommen hat. Ich weiß nicht, also die Leute hatten mir jetzt letztens gesagt, dass auch Fortnite jetzt vor allen Dingen nach dem Update auf die Unreal Engine 5 extrem gut aussieht. Ja, das ist richtig. Aber ich kenne kein Spiel, was so ein gutes Wasser umgesetzt hat. Ah, bist du schon drüben? Ja. Also für die brauchst du mit dem Schwert 3 Hits und wenn du dran stehst mit der Schrotflinte einen einzigen Schuss. Ah, richtig ranstellen ist da wichtig. Genau, du, am besten mit Rechtsklick anvisieren, direkt wenn du vor dem stehst und dann schießen. Ich habe kein Essen und keine Schüsse. Ich gehe nochmal zurück an Schiff. Hier ist so ein Fässer, komm her. Schatztruhe öffnen. Leer. Ja, die können wir gleich mitnehmen. Da kannst du dir Essen rausnehmen. Neue Schüsse gibt es hier auch irgendwo, bestimmt ja, ne? Ja, die droppen so Säckchen auf dem Boden hier. Munitionsbeutel, nimm dir den einfach. Hier ist Munitionskiste. Ja. Direkt dran steht, dann ist nur ein Schuss, ja? Ja, muss den auch treffen. War das nicht getroffen? Nee, das ging alles daneben. Ich habe Hitmarker bekommen. Ich glaube, dann hat nur so eine von den gestreuten Kugeln so ein bisschen getroffen. Scheiße. Und an den Glockenschlägen können wir hören, wann der Boss kommt. Wenn die dreimal schlägt, ist Boss Wave. Ah, da bist du. Ja. Am besten gehen wir ganz nach oben, immer. Ja? Ja, okay. Hier ist im PvP auch am vorteilsten. Also wenn du jetzt irgendwie auf einem Server ohne Zuschauer und so spielst, weil dann hast du von hier oben alles in Übersicht. Ah, da kann man das richtig als Fort benutzen, so als Festung. Genau. Dann kannst du hier oben kämpfen und kannst die ganze Zeit rundum gucken, dass niemand plötzlich aus dem Nichts kommt. Muni wieder leer. Ist hier oben die Munitionskiste? Hier liegt ein Munitionssack. Und ansonsten, ich guck gleich mal, wo die hier steht. Ich glaube, hier hinten irgendwo in der Ecke steht noch eine. Ah, hier. Guck mal, direkt neben der Treppe rechts. Ah, jo, wie klein. Okay. So, und die kommen immer hoch. Wenn wir ein bisschen warten, kommen die gleich hier hoch. Da, siehst du? Perfekt. Das geht gut. Da kommt noch einer. Sehr gut. Okay, sind One-Shot. Hast du recht. Haben wir schon Geld gesammelt? Nee, noch nicht. Fast tot, Digga. Hier ist erstmal eine Tomate. Nee, das ist eine Zwiebel? Das ist ein Granatapfel. Also der ist scheiße animiert. Aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie ein Granatapfel aussieht. Also hier ist auch noch in dem Pass Essen drinne jederzeit, ne? Naja. Ich hab hier gar keine Chance. Ist die Shotgun so stark? Wie gesagt.
glaube, einer ist hier noch, oder? Ah, irgendwo ist noch ein Geist. Wo hängt der? Guck mal unten. Ah, hier. Tot. Ah, jetzt hat sie nur zweimal geschlagen, die Glocke. Was heißt das? Jetzt wird aber jetzt, dunkel. Bei Nacht jetzt, sind Geister stärker. Nee, nee. Ja, aber in echt. Das erste Mal hier die ganze Zeit gestorben, Digga. Das ist doch voll easy, wenn man oben steht. Jetzt ist Boss Wave. Jetzt hat sie dreimal geschlagen. Jetzt kommt das Schwere, ja? Ja, jetzt kommt auch die Musik. Und jetzt warten wir einfach. Die kommen wieder hoch. Ja, an der Treppe. Ist das der Boss? Nein, nein. Der hat einen roten Namen, der Boss. Nimm mal Schwert. Warum? Weil wenn du dann nachlädst, kann ich die so ein bisschen... Hier, der Boss ist oben. Ja. Digga, ich kassiere übertrieben. Ja, kannst du dich ruhig heilen. Sie hat abends geschafft. Was? Chillig, okay, nice. So, hier ist der Schlüssel. Ich droppe den mal. Da, das was glänzt am Boden. Wow, da, der glänzt. Auf genau, jeden nimmst du den? So, ja. Und jetzt gehen wir ganz da unten. So ein Ranzschlüssel. Ja. Digga, das zählt nicht mal als Schlüssel, Mann. Holy shit. So, und damit muss jetzt hier die Tür öffnen. Also, wenn man damit die Tür öffnen kann, hätte es auch mal jeder x-beliebige Schraube die Tür öffnen können. Vor allem, guck dir mal hier die Wand an. Ah, Digga. Wie so aus, wenn die das die hält. Wand, Alter, was ist das? Na gut. Und wenn ich das jetzt aufsammle, sind alle, die gerade in der Allianz sind, auch aufgeholt. Ja, jetzt kriegen alle die Hälfte von dem, was wir jetzt gerade aufsammeln, auch nochmal on top. Ist ja auch mega geil für die Leute, die hier reinkommen, oder? Ja, für die Leute, die jetzt hier mit am Spielen sind, so. Ja, auch, die kriegen ja das Gleiche dann einfach. Unser Schiff ist hier? Ja, ich weiß. Oh, warte mal, ich könnte auch... Du musst einen Curve-Jump machen. Die Sachen theoretisch hier vorne an die Ecke stellen. Und dann rüber harponieren. Genau. Was ich jetzt schon mal mache, ist schon mal hier diese Kräne rüberfahren. Richtig Ladungskräne. Ja genau, die Fässer haben auch Sachen drin, die tun wir gleich plündern. Ah, ich mach das wieder mit der Kiste, okay? Ja, wenn du das machen willst, mach das ruhig. Weil es gibt noch eine Tür, die ist oben. Da muss man Schlüssel für finden. Ah. Der ist versteckt auf der Insel. Kann man sich irgendwie Licht machen? Es gibt eine Laterne, wenn du Q gedrückt hältst, aber du kannst die nicht rausholen, während du die Kiste hältst. Aber die Nacht dauert eigentlich nicht so lange. Die Lagerkiste kann unendlich lagern, ist das korrekt? Die hat eine begrenzte Anzahl an Slots, aber wenn du jetzt so Sachen einsammelst, da wird die nicht voll, auf gar keinen Fall. Ah, du hast die schon gelagert? Ja, ne? Was meinst du? Eingelagert, die Sachen? Ja, also die Fässer, die hier vorne waren. Was meinst du? Ach nee, doch, mein Fehler. Die sind noch alle... Das ist alles genau, du kannst an jedes Fass einmal da looten. Und du musst gucken, oben kannst du auch raus in der Mitte, wenn du auf der mittleren Ebene bist. Da sind oben rum dann überall so Kanonenfässer und so, ne? Da sind richtig viele Kanonenkugeln drin. Die sind wichtig. Ganz oben, sagst du, ja? Darf ich nicht vergessen. Okay. Ja, so auf der mittleren Ebene. Das ist ja wie so ein Aztekentempel aufgebaut, diese Festung. Hast dann so pyramidenmäßig, hast dann noch so Ebenen dazwischen. Okay. Wieso flüstert es hier noch so geistermäßig? Hier sind wir safe jetzt, ja? Ja, ja, hier kommt jetzt erstmal nichts mehr.
die Route hier war umsonst. Hier war nicht ein Fass draußen. Die sind wahrscheinlich eher drin. Gehen wir mal rein. Wie lief euer Fußballspiel? Sehr gut. War ein sehr geiles Spiel. Aber ich habe einen Schlüssel gefunden. Sehr gut. Den brauchen wir für oben zum Aufschließen. Lagerraumschlüsselfestung habe ich. Ja, der ist ganz oben, der Lagerraum. Hier sind immer so kleine Säckchen, aber da komme ich nicht ran, ne? Die kannst du auch looten, das sind Goldsäckchen. Aber wenn ich den Schlüssel in der Hand habe, kann ich... Dann kannst du die Kiste nicht in die Hand nehmen. Dann musst du die eben abstellen oder du sagst mir gleich, wo der Schlüssel ist, dann mache ich das Ding selber auf und du. Der Lagerraum ist ganz oben, ja? Ja, genau. Der ist ganz oben, wo wir gekämpft haben. Da ist, wenn du an der Treppe vorbeigehst weiter, da ist dann direkt die Tür. Hab sie. Aufschließen. Ja, das Fußballspiel war sehr geil, aber ich habe gigantisch kranken Elfer verschossen. Richtig doll über die Latte. Okay. Es war ein sehr, sehr knappes 2-1. Die sind einfach noch echt stark. Ja. Dann haben die noch einen Innenpfosten geschossen. Also es war wirklich super knapp. Nur weil ich den Elfer nicht reingemacht habe. Und Chef Strobel hat ein Tor gemacht, habe ich gesehen auf Twitter. 37. Ne? Sekunde und ein sehr gutes. Ich komme dann auch hoch und helfe ihm. Klare Kiste aufnehmen, zack. Und muss ich mal gleich testen, ob ich das schaffe. Was testest du, was du schaffst? Hier oben die Sachen auf die Kante gelegt. Dann kann ich die je nachdem runter mit der Harpune ziehen. Ich hole einfach Proviant. Ich plündere einfach jedes Fass, was ich finde. Ja. Ich kann mir das auch merken für Zukunft. Also müssen mich heute aufs höchste Reaper-Level bringen. Wie schnell geht das? Was glaubst du, schaffen wir das aufs heute? Aufs höchste? Nee, ne? 75 also, schaffen wir auf gar keinen Fall. Nee, wo es den höchsten Multiplikator gibt. Oder ist mein Level egal und es geht nur um das, um die Flagge, die man hat? Ja, die Flagge macht jetzt viel aus. Also mit Reaper levelst du jetzt gerade schnell, weil wir die schon von Anfang an auf 5 haben. Ja. So, und du kriegst da auch am meisten Gold bei Reaper. Deswegen macht es auf jeden Fall die Sinn, auf 50 jetzt zu bringen. 50, gut. Aber ja. Mehr als 50 macht keinen Sinn, oder? Nein, also wenn wir die auf 50 haben, sollten wir auf eine andere Fraktion switchen, die wir hochleveln bei dir. Was bringt unendlich Gold? Die Skins und den ganzen Stuff. Genau, du kannst dann Skins kaufen und so. Gibt auch ja diese Echtgeldwährung. Da habe ich zum Beispiel jetzt das Glück gehabt, das kann ganz selten passieren. Gibt ein Skelett, das hat dann Echtgeldwährung, wenn du das tötest. Das kann wie so ein Schatzgoblin, kann das random spawnen. Hatte ich jetzt in der Woche 3 Stück von. Ja, wie geil. Konnte mir dadurch dann den Battle Pass umsonst holen. Was? Wie cool. Perfekt. Was machst du da? Ich hol die Sachen hier an Bord. Ah, oh, das machst du. Fertig. Macht Ach, da hast du noch Geräusch. Eine Kiste stehen. Und du hast, glaube ich, vorhin die Schatzkiste hier gefunden, ne? Ja, da. Hol ich auch mal. Ja, die Kanonenkugel, da kann ich irgendwie nicht lagern drücken aus irgendeinem Grund. Warum nicht? Wie meinst du jetzt lagern? Also ich stehe an so einem Kanonenkugelfass. Ich habe eine Kiste in der Hand und stehe vor einem Kanonenkugelfass. Du kannst nicht mit F rausnehmen. Genau. Dann ist das leer. Oh, okay. Oben noch ein Fass, ja. Also ich glaube, ich habe richtig viel, ehrlich gesagt. Ich gehe jetzt wieder runter. Hoch. Müsste alles haben, jetzt einsortieren, ja? Ja, genau. Ich guck erstmal nochmal wieder. Oh, da ist aber nur Essen jetzt drin, ne?
Oh, was? Hast du alle Fässer echt geplündert? Alle Fässer? Bist du aber auch sicher, kann dass du... Kann doch gar nicht... Es kann sein, dass das schon geplündert war und noch nicht groß respawned ist, aber hier ist alles voll. Ich habe überall einmal... Lagern gedrückt. Lagern? Lagern ist mit R, da tust du raus, Max. Halt's Maul. Du hast die ganze Zeit den Stuff immer rausgetan. Ich hab doch jetzt hier nicht alle Fässer befüllt. Nein, ich tue mal ganz kurz. Ich nehme die jetzt gerade hier raus. Hier ist überall was drinne. Was habe ich gedrückt, Chat? Hier ist nichts drinne. Als ob ich jetzt in unserer Lagerkiste überall rumgelaufen bin und überall die Fässer voll gemacht habe. Was habe ich gedrückt? Nein, das ist in meinem Chat aufgefallen. Bullshit. Ich habe F gedrückt. Nehmen. Ich habe Nehmen gemacht. Also okay. Einlagern in die Kiste. Nee, war richtig. Okay. Dann gehe ich davon aus, dass das einfach alles gerade respawned ist wieder. Kannst du echt da Sachen rausnehmen? Ja, ja. Guck doch hier meine... Warte. Hier, ich hab sie dir mal hier hingelegt. Guck mal, wie meine Lagerkiste, was da jetzt schon drin ist. Du kannst dann ist in meiner Lagerkiste stimmt irgendwas nicht. Warte, lass mal Lagerkisten tauschen. Oh mein Gott, das ist keine Lagerkiste. Doch, das ist eine Lagerkiste. Doch. Ich nehme mal die hier. Das ist leer. Das auch. Ja, ich glaube, die Fässer mit der Munition und so drinne, die sind teilweise leer. Und ich glaube, dass du auch ein paar Fässer übersehen hast. Was völlig normal ist. Du kennst ja wahrscheinlich noch nicht alle Spots. Komisch, na gut. Ja, okay, komm, dann gehen wir direkt weiter. Der scheint leer zu sein. Hm, das ist natürlich übel. Ansonsten würde ich zur Not sagen, dass eine andere Brick eben schnell den Raid machen kann. Weil ich glaube, unser Supply ist einfach zu wenig. Wir werden das nicht schaffen. Nee, wir müssen da 5 oder 6 Schiffe versenken. Und eine Galeone, die frisst schon ordentlich, wenn wir die nur mit Kanonenkugeln versenken wollen. Dann tue ich das mal eben einlagern. Ein Granatapfel ist ziemlich stark. Ja, das Beste ist eine Ananas auf jeden Fall. Gut. Weil die macht dich komplett voll und du kannst von der zweimal beißen. Keiner hat bisher was abgegeben. Sicher, dass die anderen alle richtig geil aktiv spielen? Ich gucke jetzt nochmal nach hier. Ja, ja, die müssen auch erstmal... Das Ding ist, die stacken jetzt. Ich sag mal, keine Ahnung, als Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich bin bis 22 Uhr da, dann stacken wir bis 22 Uhr und dann geben wir alle quasi ab, wenn du dann weggehen musst. Sodass dann alles auf einmal reinkommt. Okay, also die fahren aber alle noch. Die sind alle unterwegs. Die stacken geisteskrank ihren Loot. Okay, das höre ich gerne. Und ich krieg von allen 50%. Okay, dann lass weiterfahren. So, wir gucken mal eben. Wir müssen halt ans Supply kommen, ist die Sache. Wir haben... Ja, okay. Wir können so lange zocken, bis Big Spins Turnier fertig ist. Ja. Aber das sollte, glaube ich, noch gehen. Hat da jemand eine Übersicht, Chat? Also wir brauchen Kanonenkugeln und sowas und mehr Holzbretter. Ja, ja, wir fahren jetzt wieder an einen Outpost. Also wir können auch jederzeit unseren Stuff immer abgeben. Wann wir wollen. Also wenn, müssen wir den eh bei Reapers abgeben. Aber wir müssen halt auf Supply kommen, ist das Problem. Und die Geisterforts sind teilweise gelootet. Ach stimmt, 19:30 ging ja sein Turnier erst los. Ja, ja, easy. Ja, wir könnten eigentlich an eine Festung fahren und dort Kanonenfässer eben looten. Oder eine der Bricks hat vielleicht einige Kugeln. Das wäre natürlich auch nice. Ich frag mal eben. Hat G-Time auch ein Pack bekommen beim Opening? Nee. G-Time wollte keinen, hat gesagt, da gibt es dann Leute. Verlos lieber noch eins an die Community. Wir können damit mehr anfangen, wenn da ein Pokémon-Fan dabei ist. War ja gerade G-Time gefragt.
Hast du zum Wichteln eingeladen? Ich glaube nicht, aber die wichteln jetzt einfach im Februar. Riax Leo 5 Subs gibt's, vielen Dank. Danke auch für die Subs, Leute. Teatime heißt in-game Little Net. Wir machen das jetzt so, wir fahren jetzt zu einer Brick und holen uns da ein bisschen Stuff ab. Smart. Weil ich habe vorhin mit einer Brick gespielt und wir haben da hunderte von Kanonenkugeln gemacht. Also aktuell ist bei uns der Fall in der Lobby, es gibt ein Fort of the Damned, nennt sich das. Das ist in der Mitte der Map, ne? Ja. Das will gerade keiner machen, obwohl das eigentlich das begehrteste Event im Spiel ist. Warum will das keiner machen? Weil das auch ein bisschen aufwendig ist, die ganze Zeit zu grinden. Ah, okay, gleich wird's gemacht. Ja, dann kommt auf jeden Fall gut Kohle rein. Ah, okay, alles klar. Gut, dann müssen wir hier hoch. Okay, dann machen wir gleich den Schiffsraid, Max. Und du, okay. Du schießt mit der Kanone und ich repariere das Schiff, ja? Was? Ja, wir kriegen jetzt so viel Kanonenkugeln. Du kannst auch 100 Mal daneben schießen, das ist kein Problem. Aber du willst ja ein bisschen Action haben, oder? Du hast recht. Wir wechseln uns ab. Ja, okay, können wir auch machen. Man muss vorsichtig sein, unser Schiff darf nicht untergehen, ne? Nee. Kann eigentlich jemand seekrank werden vom Zuschauen? Nee, ne? Ich weiß nicht, bestimmt gibt es Leute, für die das echt zu übel ist. Chat, ist das hier für Leute übel? Schon ein bisschen. Wie kam denn die erste Folge an bei dir auf YouTube? War gut. War gut. Also ich muss ehrlich sagen, bei mir haben die hohe Ausschläge. Ja, muss ich mal öfter machen. Ich finde auch so, auf kleinen Schiffen werde ich nicht seekrank, auf keinen Fall. Aber auf großen Schiffen ist es ganz, ganz krank. Echt? Wenn starker Wellengang ist. Merkt man das auf einem großen Schiff dann schlimmer oder wie? Nee, aber... Sag mal, auf einem großen Kreuzfahrtschiff, wenn du ganz vorne bist und da kommen große Wellen, dann geht das Schiff 8 Sekunden lang hoch und 8 Sekunden lang runter. Ganz, ganz langsam. Stell dir mal wieder voll geil vor. Doppelte Erdan. Nee, du bist dann. Wenn du vorne an der Reling stehst, kein Problem. Aber wenn du bei dir im Bett liegst oder du gehst in diesen Flur oder im Treppenhaus oder im Fahrstuhl, du hast immer wieder halbe Erdanziehungskraft, doppelte Erdanziehungskraft. Und das wechselt die ganze Zeit im 8-Sekunden-Takt. Das ist schon echt krank. Da wurde im gesamten Schiff überall am Geländer hin Kotztüten. Da wird gefühlt jeder seekrank. Also bei so einem Schiff würde ich niemals, gar keine Chance, aber da, das ist ganz, ganz böse. Ich kann es echt nicht beurteilen. Ich bin noch nie mit einem Riesen... Das ist auch gefühlt nicht Seekrankheit. Das ist, glaube ich, automatisch. Aber man gewöhnt sich doch mit der Zeit da dran. Ja, aber wenn es losgeht, ist schon krass. So Leute, die auf dem Schiff arbeiten, die müssen da doch irgendwie dran gewöhnt sein. Ja, das geht dann schon. So. Gleich kommt eine Brick, aber das ist noch nicht die, zu der wir müssen. Thank you.
Oh, hier kommt Nebel. Ist das gut? Also es gibt etwas ganz Seltenes, das kann nur kommen, wenn Nebel ist. Und zwar, du kennst ja den Megalodon, ne? Ja. Den gibt's ja in verschiedenen Farben. Ja. Und es gibt einen weiß, wie der weiße Hai sieht der aus. Der heißt Shrouded Ghost. Der ist aber ultra selten. Ich habe bei mir in der Community einen, der hat mehrere tausend Spielstunden, bei dem kam er bisher nicht ein einziges Mal. What the fuck? Der ist richtig, richtig selten. Also wenn der jetzt bei dir kommen würde, das wäre schon heavy. Ich glaube, da wären einige Leute echt sauer. Der würde dann einfach so auf uns kommen? Ja, dann würde einfach hier ein Megalodon kommen. Den gibt es nicht. Es ist ein Mythos. Stimmt nicht. Den gibt es nicht. Den Shrouded Ghost ist nur ein Mythos. Gibt's nicht, schreiben alle. Mythos. Das schreiben die aber nur so. Den gibt es. Es gibt nämlich einen Erfolg auch für den. Gab mal ein Event. Jetzt gibt es ihn gerade nicht. 3000 Stunden Spielzeiten habe ich ihn auch nicht einmal gesehen. Cannon Cove. Ja, warte, ich guck mal, wo ist das? Oh, warte mal, ich muss erstmal ganz kurz umlenken. Ey, ist hier ein Nebel. Wir fahren gleich gegen eine Insel. Oh ja, stopp, das war mein Job, ne? Insel voraus, abdrehen. Ich seh's. Oh Gott, hoffentlich reicht das noch. Hast noch Platz. Da kommen jetzt noch welche. Ah ja, bisschen links, ja, wird glaube ich. Ja, da fahren wir einfach drüber. Nebel ist echt heimtückisch, ne? der ist schon sehr übel, ja. Oh, das macht Blubbergeräusche. Ja, da kommt glaube ich ein bisschen was bei uns reingelaufen. Ach du Scheiße. Wo sind die Holzfässer? Holzfass öffnen, nehmen, zumachen. Okay, da müssen wir jetzt hin, okay. Hey, Junge, was ist das denn hier so? Digga, was redet ihr mit mir? Schon echt sehr gruselig gerade hier mit dem Nebel. Das ist ja übertriebene Nebel. Ich gehe mal auf den Ausguck, das hilft bestimmt. Weil so weit oben ist meistens... Ja, bei 2 Meter Sichtweite hilft das definitiv. Sag mir, ob du unser Schiff noch sehen kannst. Ja. Digga, wir finden gleich Skull Island oder so. Wie episch, wie neblig ist das? Ja, vor uns ist frei. Ja. Ist das eine Welle oder eine... Ja, ist nur eine Welle. Also was es auch in dem Spiel gibt, was richtig krass ist, es gibt so richtig heftige Story-Missionen, ne? Mhm. Wo auch am Ende dann so richtig dicke Endbosse und sowas kommen. Aber die musst du dann halt wirklich über einen längeren Zeitraum teilweise spielen. Ja? Ja. Okay, die nächste Insel, die kommt, müssen wir auch noch dran vorbei und danach kommen wir dann zu denen. Der Raid wird auch nicht so weit dann weg sein, weil der ist nämlich auf der Seite hier. Wie viele Spielerzahlen hat Sea of Thieves? Also auf Steam, ich habe letztens geguckt, ich glaube so um die 20.000. Ich denke aber auf Xbox wird es halt mehr sein, weil es halt im Game Pass drin, ne? Ah, so gehst du daran. Ist gut. Vor uns kommt eine Insel. Ja, ich fahre links rüber. Kommen auch langsam aus dem ganzen Nebel da raus. Ja. 17.000 Spieler, ist das nicht voll wenig? Ja, das Spiel ist sehr underrated. Ja, verstehe ich aber. Also es gibt sehr viele... Ich habe mich auch jahrelang geweigert, es nicht zu spielen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, das kann ich dir auf jeden Fall sagen, die freuen sich sehr aktuell darüber. Vor allen Dingen auch, dass du das streamst. Hm. Weil das Spiel mal Aufmerksamkeit dadurch bekommt. Ja? Wundert mich, dass das... Aber ich habe mich auch jahrelang geweigert, es zu spielen, ne? Ja, das Problem ist halt einfach die... Ich sag mal, ein Teil der Community. Als halt sehr Stream-Sniper verseucht. Und dann hast du halt auch nicht gerade wenig Hacker. Ah. Und das ist halt ein Riesenproblem. Okay. Letztens war schon Reapers, der war schon echt sehr sauer.
Da haben wir auch PvP gemacht. Dann kamen irgendwie Hacker, haben uns komplett zerlegt. Und da hat er gesagt, wenn das nochmal passiert, dann hört er auf, dann hat er keinen Bock mehr auf das Game. Ja, das ist krass. Dark and Darker kommt morgen, das zocken wir. Und wann kommt nochmal Hogwarts raus? Hogwarts Legacy, das soll ja irgendwie Dienstag. Okay sein. Dienstag kannst du das. Ich glaube, ich kann es. Man kann es ja pre-ordern, dann kannst du es am Dienstag spielen. Genau. Und ich glaube, ich kann es einen Tag vorher mit Square Enix, dass ich einen Key vielleicht kriege. Das wäre ja dann schon morgen wieder direkt. Also was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, was du mal machen solltest, auf der Seite von Hogwarts Legacy kannst du so einen Test machen, in welches Haus du kommen würdest und was dein Patronus ist. Okay. Das kam bei mir auf YouTube auf jeden Fall sehr witzig an. Was ist nun? Ja, von der Insel wird geschossen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass mein Patronus ein Wildschwein wird. Kannst du da irgendwie rübermorsen, dass sie das nicht machen sollen? Die hören jetzt eh auf, weil wir so weit wegfahren. Errätst du denn, was mein Patronus ist? Was gibt's denn da zur Auswahl? Ja, irgendein Tier kann ein Patronus, sagen wir mal, sein. Irgendein Tier? Ja, sag einfach mal, du hast drei Versuche. Du darfst drei Tiere nennen, was mein Patronus geworden ist. Alle Tiere, die es gibt? Ja. Also es ist ein spezielles Tier, aber ich würde sagen, sobald du die Kategorie des Tiers nennst, ist das schon in Ordnung. Ist es ein Säugetier? Ich würde jetzt sagen, ja. Säugetier heißt, wenn das an Land lebt, ne? Nee, das heißt es nicht. Säugetier ist, wenn es säugt. Hat ein Tier Titten zum Beispiel? Ich glaube nicht. Okay. Du machst das Tier gerade noch schlimmer, als es eh schon ist. Bitte ist hör auf. Ist es ein wechselwarmes Tier. Was sind das für Fragen? Also ist es zum Beispiel, ist es ein Vogel? Ja, es ist eine Elster. Boah, was ein Scheiß. Die Leute haben alle irgendwie Löwen und sonst was als Patronus ne bekommen. Eine Elster? Kriegt eine Elster, ja. Eine Elster? Die Leute haben am Anfang sogar gesagt, es wäre eine Taube. Das ist dieser Vogel, der klaut, der so schwarz-weiß ist. So ein Designer-Rabe. Elster ist... Sieht cool aus. Und ich wurde ins Haus Ravenclaw eingeteilt. Das klingt scheiße. Ravenclaw. Ey, das darfst du nicht sagen. Die Leute sind übelst sauer auf YouTube gewesen. Sie haben übelst meinen Chat gefrontet in den Kommentaren. Weil alle meinten, Ravenclaw ist der Sidekick in Harry Potter. Keiner erzählt. Ravenclaw. Was ein Scheißname. Raven und dann Claw. Das ist ja richtig peinlich. Wer hat sich denn den Namen ausgedacht? Ist ja auch damals aus den 90ern der Name? Ravenclaw. Das ist ja als, Digga, als wenn du mit 10 dir einen Xbox-Namen machst. Also findest du Hufflepuff oder Gryffindor oder Slytherin besser? Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff. Alles geil. Aber Ravenclaw. Das ist doch richtig peinlich. Ravenclaw. Ich glaube, ich muss den Test nochmal neu machen. Ich will das Ergebnis nicht akzeptieren. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit der Story aus, aber der Name ist einfach richtig. Also du musst auf jeden Fall, wenn du dich da so drüber lustig machst, musst du diesen Test auch einmal machen. Auf ja, ja, wie Cybermorg oder Taserface, Ravenclaw. So ein scheiß Weltraumpirat, nennt sich dann einfach Ravenclaw. Boah, was für eine Scheiße. Und so heißt ein Haus, das habe ich noch nie gehört. Wir haben doch so einen Raben als Symbol. Also die anderen drei, gibt's vier Häuser nur? Ja, es gibt die vier Häuser. Die anderen drei kannte ich, aber das vierte Ravenclaw ist ja richtig peinlich. Dann bestätigt sich ja auch die Aussage, dass das ein Sidekick ist. Das Haus, ja, weil ja, keiner kenn, das also kennt. Die anderen kenne ich. Das sind andere Spieler? Ja, die geben Captain uns jetzt halt.
Moin, moin. Kann ich auch reden? Weiß ja, wo alles liegt. Kannst du mit, weißt du die Push-Talk-Taste? Moin, alles klar. Ich habe keine Push-Talk-Taste. Hab ich dich gemutet in-game bei mir? Guten Abend. Ich habe keine Push-Taste. Ich kann nicht in-game reden. Kannst du nicht? Nee, nee. Ach so. Connected. Okay. Oder was wäre die Push-to-Talk-Taste? Also bei mir ist das die Alt-Taste, die linke, neben der Leertaste direkt. Hallo, könnt ihr mich hören? Nee, ich glaube nicht, dass die hören. Ey, soll ich einfach rausnehmen? Ja, ja, können wir einfach. Okay, ich mach Hälfte, ja? Ach, das. Digga, wie sehen die alle so krass aus? Ich muss drei Viertel machen, wir haben Price an Bord. Ja, true. Wir kriegen jetzt, glaube ich, 400, 500 Bretter. Das dauert kurz ein bisschen, dann hole ich noch ordentlich Kanonenkugeln. Ich würde sogar 500 sagen, ja, 500, safe. Scheiße, ey. Ich fühle mich ganz unwohl mit der Auswahl meines Hauses. Wieso? Ich weiß nicht. Also erst haben sich die Leute lustig drüber gemacht, jetzt machst du dich auch noch lustig drüber. Ja, aber Ravenclaw. Die Leute auf YouTube, die haben mich verteidigt. Warum sehen die so OP aus? Die sind echt OP. Je mehr RGB du an deinem Piratenkörper hast, desto mehr Damage machst du. Guck dich ihn zum Beispiel an. Wie krass der aussieht. Hier, wie der leuchtet. Daran siehst du einen guten Piraten. Das war früher auch so. Wenn du richtig viel RGB an deinem Körper hast, dann ist mega. Guck ich bin mal, jetzt gerade über die Hälfte, ne? Das dauert mal, noch ein bisschen hier kurz. Gesehen? Hast du den Jump gesehen? Jo, ne? Also wenn du noch Bananen brauchst, dann kannst du auch noch welche haben. Max, nimm die ganzen Ananas raus. Nimm die Ananas. Nimm die Ananas. Mach das. Nein. Doch, ich hab das Schiff mit denen geplündert. Nein, nicht aufessen, wir brauchen die. Ess einfach alle deren Ananas auf, dann hat niemand was. Immer diese Ananas-Diebe hier. Und sie sehen uns. Ja, wieso habe ich die in der Hand? Wie kann ich die weglegen? Die sehen das, dass ich die Ananas habe. Er weiß über die Ananas, was er denkt. Ey, guck mal, sein ganzer Körper leuchtet. Wie schlecht. Alter, sind das RGB-Piraten. Bei ihnen leuchtet die Brust, er hat hier, das ist echt stark. Das ist eine krasse Crew. Selbst deren Augen leuchten, mega. So, ich saug jetzt noch ein paar von den Kanonenkugeln ab hier und dann gehen wir rüber und dann können wir loslegen. Ja. Dann haben wir auch genügend Stuff, dann müssen wir nichts mehr looten. Was haben die denn gelootet? Ich sehe hier gar keinen Loot von denen. Die haben das alles hier in den Fässern drinne. Guck mal oben in das Kanonenfass, was ich gerade loote. Nein, nein, also hä? Ach, du meinst deren jetzt Loot, hier meine ich, so, Kisten und so. Kisten, Schätze. Ich weiß nicht, ob die irgendwas Schätze an Bord haben. Das kann sein, die machen gerade, glaube ich, Athena, ne? Da kriegst du so eine Sache immer, aber die ist ultra viel wert dann. Ah, gut. Hast du alles? Na, ich bin jetzt gleich durch hier. Das Einlagern wird aber auch nochmal dauern. Holz müssen wir einlagern, glaube ich. Ich habe einen Schädel von denen geklaut, ist das okay? Nein, das kannst du nicht wegen machen. Wieso nicht? Du kannst nicht von Leuten, die für uns mitlooten, die Sachen klauen. Ich habe schon den einen gerufen, und ey. Was denn? Der schreibt schon. Ich habe ihn nicht geklaut. Ich hab ihn oben auf dem Mast versteckt. Ey, danke Leute. Ihr seid die Besten. Sag danke von mir. Ich soll ein riesen Dankeschön von Trimax sagen. Grüß die RGB-Crew von mir. Die klangen nicht sehr begeistert. Ja, war nicht so begeistert. Aber vielleicht haben die von uns auch geklaut. Wir sind Allianz, hey. Das ist eh ein Team. Ich ziehe noch die Fässer schnell leer, die hier oben sind. Gut. Unser Schiff sinkt. Nee, das kann nicht sinken. Wir haben das doch repariert. Alles gut, war verarscht. Okay, jetzt müssen wir gleich mal gucken. Ah, da ist der Schiffsraid. So.
Ich hab den Schädel oben bei denen auf den Mast versteckt. Guck mal hier in die Lagerkiste, dann weißt du, was wir jetzt an Stuff haben. Die Kanonenlagerkiste? Nee, die Lagerkiste auf dem Boden da. Lagerkiste öffnen. Oh ja, soll ich einlagern? Kannst du machen, das dauert aber ein bisschen. Lagern. Oh ja, das dauert. Das dauert. Wir müssen eh ein bisschen fahren, bis wir beim Raid jetzt noch sind. Bis dann. Jo. Sag, ich hab das oben auf dem Mast versteckt, den Piratenschädel. Hm. Max hat den Schädel oben auf dem Mast versteckt bei euch. Ich glaube, die haben es nicht mehr gehört. Ich hoffe nicht. Aber sie haben es, glaube ich, im Stream mitgekriegt. Na gut. Jo, wie lange lagere ich ein? Das sieht ganz aus, als würde es aufhören. Ja, und gleich muss das noch unten beim Holz machen. Ja, das mache ich. Nee, aber jetzt noch mal ganz kurz, weil der Chat immer noch diskutiert. Also, kann ja sein, dass es vom Inhalt her, vom geschriebenen Ravenclaw ein cooles Haus ist. Aber der Name ist doch geisteskrank beschissen. Sind die auch bei dir jetzt am Diskutieren wegen dem Bau? Ja, ja. Das gleiche habe ich. Also, viele sagen Ravenclaw cool, das glaube ich denen auch. Aber der Name ist ja wirklich von einem 10-Jährigen. Ravenclaw klingt wie der Gamertag von jedem Black Ops 2 Spieler. Ja, ja, genau. Ist es so. Das arme Haus. Rabenklaue, jetzt auf Deutsch, Digga. Ich stell dir vor, du hast so... Deswegen mit 10 Leuten am Bahnhof und jeder hat einen Spitznamen und der eine nennt sich Rabenklaue. Das ist doch so peinlich. Digga, das ist schon mit 10 peinlich, wenn du dich Rabenklaue nennst. Stell dir vor, du spielst Clash of Clash und wirst in einen Clan eingeladen, Rabenklaue. Ja, es ist einfach nur peinlich. Vor allem in Harry Potter, Digga. Wenn irgendwie, weiß nicht, jemand in Indianerfilm oder so heißt, okay. Oder irgendein Schamane irgendwo. Okay, machen wir. Aber in Harry Potter Ravenclaw? Krass. Ich finde das Einmannschiff eigentlich auch cool. Du meinst jetzt hier die Schaluppe? Ja, würde man mich dreimal klonen und man hätte mich viermal und du bist alleine und wir würden kämpfen. Trimax zu viert auf einer Galeone, du alleine auf einer Schaluppe. Oh, welches Schiff würde gewinnen? Das könnte ich jetzt beurteilen, wenn ich dein Aim jetzt sehe. Okay. Ich würde mal vorsichtig sagen, ich glaube, dass ich eine Chance hätte. Okay, rechts neben uns. Ja, ein bisschen nach links drehen, sonst ich kann nicht schießen. Ja, du bist auf der falschen Seite, ne? Guck mal. Auf der anderen Seite. Ja. Also zwei! Erstmal das jetzt abballern. Du hast keine Kanonenkugeln, ne? Das ist so richtig, ja. Okay, ja. Okay, jetzt. Warte, ich drehe ein. Jetzt das andere Schiff? Nee, ne? Wir machen erstmal das eine. Ich drehe jetzt, ne? Also, ich war gerade richtig scheiße. Kein Problem. Ich repariere mal eben unten. Das sind drei Schiffe? So. Können die Kanonen auch unter Wasser ein bisschen noch traveln? Du kannst durch die. Ja, genau. Du kannst durch die Dings schießen. Du solltest auch versuchen, dass die Kanonenkugel. Warte, ich bring uns jetzt in so eine Schutzposition. Dass sie so trifft, dass sie eher unten einschlägt beim Schiff immer. Ja, ja. Bring uns mal eine Powerposition. Ja, ich versuche wieder so ein bisschen an die Rand zu kommen. Muss ich höher schießen, Chat? Ah, es muss eine. Ja, jetzt warte, wir fahren jetzt so, dass du mit der linken Seite gleich schießen kannst. Das macht mehr Sinn. Oh, die sind gegeneinander gefahren. Geil, oder? Ja, das ist gut. Da tun die sich gegenseitig. Das sind drei Schiffe. Rechte oder linke Kanone? Linke jetzt, ne? Linke, linke, linke. Ich mache jetzt auch langsamer, dann kannst du noch besser schießen. Da, jetzt kommt's. Perfekt. Treffer.
wollen wegfahren. Achso, die sind übrigens wie Motorboote. Hä? Warum? Die können plötzlich sehr schnell Gas geben. Schießt uns ruhig das, was jetzt hier vorne kommt. Achso, echt? Okay. Ja, baller da einfach drauf. Jetzt kommt gleich das andere wieder rein, jetzt schießt du da wieder drauf. Und die können nicht die Spieler in der Zwischenzeit reparieren? Nein, also die reparieren, aber, so nicht versinken. Aber die können kein Wasser abschöpfen. Ah. Bringt das, dass ich oben treffe? Dann tötest du die Skelette. Also am besten ist unten natürlich. Ne? Ja, dann komm ich mal wieder weg. Ja, so ist gut. Das geht auch gleich unter. Das hat schon sehr weit Wasser drin. Ne? Ah? Perfekt, der geht unter. Sicher? Ja, ja, der steht. Guck, der geht unter. Hast versenkt. Jetzt sauber. Das nächste. Jetzt holst du wieder Kugeln, genau. Jetzt machen wir direkt das nächste Platz. Du schießt die nicht zurück? Weil die nicht so gut sind wie wir. Ah, du gewinnst das gerade nur mit Manöver quasi? Ja, wir sind halt, also du schießt die auch immer kaputt, ne? Das ist das Gute. Genau, schießt du da auch weiter rein. Back. Schöne tiefe Treffer. Ja, der hat dann eine Rillen getroffen. Oh, es könnte sein, dass wir die jetzt sogar rammen, je nachdem. Ich versuche noch abzudrehen. Na, die wollen jetzt rammen. Nicht schlimm. Schieß gleich das hintere, also das, was dahinter ist, von denen ab zur Not, ne? Denk gleich weiter. Das ist stehen geblieben, oder? Ja, das geht auch unter. Jetzt das letzte. Wir haben unser Ding getroffen. Unser was? Feuerrad. Mach du ruhig weiter, ne? Ich repariere alles. Oh, direkt der Treffer kassiert. Oh, wir rammen die jetzt. Wir gehen aber gleich ab. Ich guck, dass ich repariere. Wenn du merkst, dass es zu sehr rausgeht, kannst du auch zur Not selbst ans Steuerrad gehen und kurz ein bisschen reindrehen oder so, ne? Ja. So, unten ist wieder alles clean. Dreh. Nur tiefe Treffer lohnen, ne? Ja, die sind am besten, weil dann läuft halt Wasser safe rein. Das ist ganz cool. Weil es gibt Treffer, da muss das Boot erstmal ein bisschen runtersacken vom Wasser, was drinne ist, bevor die überhaupt wirken. Ah, das geht auch runter. Kannst aufhören zu schießen. Was? So krass? Ja. Ich hab durch die Welle getroffen. Und die anderen Schiffe, haben wir die schon gelootet? Nee, das machen wir jetzt. Dann müssen wir alles zurückfahren. Das ist nicht total weit weg. Nee, guck mal, du siehst du da hinten die Möwen in der Luft. Links vor uns da. Bisschen ja. Weiter. Da ist der ganze Loot quasi, der Hack. Es kann aber sein, dass jetzt noch mal Schiffe kommen. Ich glaube, das war jetzt die erste Wave. Digga, es ist ja krank. What the fuck? Ja, es kommt jetzt auf jeden Fall nochmal eine Wave. Soll ich schnell eben looten oder willst du versuchen zu looten und ich repariere? Also das Ding ist, wir werden jetzt auf jeden Fall beschossen. Und da ist eine Galeone. Rechts, rechts. Zuerst rechts, Mann. Ich repariere. Du willst reparieren? Ja, hier unten ist alles voller Wasser. Ah, okay. Okay, dann, also ich denke, uns wird ein bisschen von dem Stuff despawnen, aber halb so wild.
Aber du kannst auch kurz einsaugen und ich repariere die ganze Zeit, wenn die auf uns schießen. Ich bin cool, musst du wissen. Okay, ja, wenn du das zutraust, dann machen wir das. Es könnte mit der Gallione nur stressig werden, etwas, ne? Echt jetzt? Ja, also wenn es zu heftig wird, sagst du Bescheid, dann fahren wir direkt. Okay, ich versuch's. Ich hol den Loot. Okay, dann muss ich jetzt erstmal wieder drehen. Ich halt gegen. Nervige Schaluppe vor uns. Ich krieg den Keller nicht leer geschöpft, das verstehe ich nicht. Ja, hier ist die Schaluppe die ganze Zeit vor uns. Die ist auch gerade sehr nervig, weil die uns den Weg versperrt und einfach nicht wegfahren will. Hier ist doch kein. Hier ist doch alles zu. Das kann hinten noch sein. Hinten oben. Ah, hier, ja, das zählt auch, okay. War hinten oben. Wo kann es noch sein? Okay, jetzt werden wir zerschossen von der Galli. Passt. Du kriegst gegen repariert, ne? Okay, die dreht noch auch gerade. Ja. Digga, die hat mich angeschossen. Kann ein Loch auch noch weiter oben sein? Uns nur ein bisschen noch durchhalten. Oh, jetzt haben die eine Giftkugel geschossen. Ich hab die auch noch kassiert. Ja, es ist normal. Die trifft das ganze Schiff quasi. Okay, ich habe dort schon mal den einen Dings gelootet. Kriegst du? Ja, noch, ja. Ja, wir werden jetzt schon wieder gerammt hier von der Schaluppe. Die jage ich jetzt mal nebenbei weg. Jetzt ist doch noch die Gallione neben uns. Klingt nicht gut. Ich regel das gerade. Jetzt geht's hier unten los. Schaffst du? Ja. Lange nicht mehr. Oh, unser Mast. Von der anderen Seite. Ich helfe dir mal. Okay, du hast. Ich muss essen. Sonst wird gleich tot. Ich kassiere die ganze Zeit. Ja, essen. Bring uns mal hier raus, oder? Noch, oder? Ja, wir fahren schon, aber das Problem ist, dass die jetzt gerade echt aggro sind. Digga, was geht jetzt ab? Guck, dass ich die Schaluppe lege. Ne, hier unten ist jetzt düster. Ne. Ich glaube, wir sinken. Ne, mach uns mal jetzt hier weg schnell. Mach mal irgendwie Topspeed. Ich helf dir. Digga, die hatten gerade 5 Dinger auf einmal offen hier unten. Oh shit, die haben unseren Mast getroffen. Oh Gott, was heißt das? Hier ist alles offen unten. Ich muss den hochziehen. Ja? Weil sonst fahren wir gleich nicht mehr. Digga, what the fuck? Warum ist das so hardcore? Ich dachte, das wäre chillig so. Ich hab gesagt, da kommt Action. Die bleiben auch dran an uns. Also die sind schon wieder hier. Aber wir haben jetzt gerade ein bisschen Ruhe. Die sind was weiter weg. Ich repariere den Mast und dann gehen wir wieder rein. Schaffen wir haben genug Supply. Okay, ich glaube, unten ist alles heil. Ja, perfekt. Ich denke, wir sollten auch als erstes die Schaluppe eben versenken, weil die geht am einfachsten. Okay. Dann ist ein Schiff weniger, was auf uns schießt.
Dann nehmen wir schon mal Kanonenkugeln, davon haben wir auch genug. Ich hab die auch schon gut getroffen, die dürfte eigentlich gar nicht mehr so. Hast du schon, nice. Du hast gelootet, du hast den Loot eingesammelt, die Schaluppe getroffen und die ganze Zeit das Schiff gelenkt. Ich gebe mein Bestes. Krass. So, jetzt nehmen wir erstmal ein bisschen Fahrt auf. Okay, du kannst auf die Schaluppe wieder ballern. Dreh ein. Warte. Oh, die Galeone kommt jetzt von der anderen Seite. Die wird uns auch fast rammen jetzt. Ich drehe so, dass du die abschießen kannst. Die Galeone zuerst? Schön tief auf die Galeone ballern jetzt. Ich muss die Segel was hoch machen. Dann ja, jetzt machen wir die Schaluppe erstmal. Wenn die jetzt eh hier in der Nähe ist. Ah, die haut schon wieder ab. Reparier eben unten, ja. Schöner Treffer. Oh, die Galeone. Mit allen drum und dran ballert die auf uns. Ja, ich kann gerade nicht lenken. Oh, mit Giftkugeln und so Scheiß. Oh ja, die haben sich gegenseitig gerammt. Geh wieder links ein, dann kannst du weiter schießen. Treffer. Treffer. Ist der Kurs noch gut? Ja, ich geh wieder rechts. Oh, hier ist Stuff, ne? Ja, ja. Treffer. Kannst du weiter treffen? Ja, die geht unter. Okay. Wait. Diese Freizeit, wow. Das ist natürlich eklig. Ich kassiere übertrieben. Ja, immer schön. Kann ich mal reparieren? Ich kassiere jetzt direkt einen Treffer. What the fuck? Habe ich noch nie erlebt. Ich kann nicht reparieren, weil ich so viele Treffer kassiere. Scheiße, hier unten ist Arschritze. Kriegst das hin? Ich sag ja. Okay, ich mach die Galeone in der Zeit. Ja, ist wieder safe. Oh, wir fahren gegen Stein. Nee. Mach mal. Okay, ich mach wieder heil. Die Galeone ist schon wieder da hinten am Ballern. Ha, aber die trifft nicht. Eiskalt, ey. Die ist schwer zu besiegen. Und sie ballert auch so drei Schüsse auf einmal direkt. What the fuck? Ja, die ist. Also wie ich schon sagte, ne? Galeone ist übel. Getroffen. Warte, ich gehe jetzt wieder. Ah, du kannst linke Seite. Kommt jetzt. Ja, ich kann noch nicht weiter nach rechts. Versuch jetzt ein bisschen näher an. Oh, jetzt muss ich ja essen. Ich kann sie noch nicht sehen, ich kann sie noch nicht sehen. Ja, die kommt hier sofort. Ich repariere, mach dir keine Sorgen. Schön draufballern. Ja, voll draufballern. Die müsste auch gut brennen.
Da kann ich nicht mehr sehen. Ja, ich steuer gleich direkt wieder. Vor uns, jetzt gleich noch rechts wieder. Ja, ich kann wieder sehen. Steuer rechts ein, warte. Ich glaube, wir machen das ziemlich gut, oder? Ja, ich denke, die sollte auch nicht mehr lange durchhalten jetzt. Ich habe gerade so schön viel getroffen. Das Wichtige ist, dass du versuchst, immer schön unten zu treffen bei der. Ja, ja. Digga, das sieht voll mal aus. Links oder rechts, welche Kanone wirkt? Links. Was ist hier? Reparier eben schnell wieder. Ah, ich kann sie wieder nicht sehen. Ja, das Problem ist, mir fehlt immer diese Sekunde, um im richtigen Moment wieder rumzudrehen, weil ich am Reparieren bin. Ja, ja, ja. So, jetzt kannst du aber mit der rechten Seite und wir sind ganz. Jetzt kannst du auch richtig schön drauf zielen. Perfekt, das sind gute Schüsse. Ah, der war ein bisschen hoch. Jetzt wieder links. Sieht aber aus, wenn die gleich gegen den Stein fährt. Das wird auch nice. Ah, die dreht. Ich fahre jetzt weiter rechts, weil die müsstest du eigentlich gleich automatisch ins Visier kriegen. So. Ich kann nicht tiefer schießen gerade. Oh, die ist aber auch schon gut im Wasser gerade. Also, wenn du da jetzt noch ein paar Mal wirklich triffst, geht die unter. Jetzt müsstest du eigentlich gut schießen können, oder? Boah, hab direkt einen Treffer kassiert. What the fuck? Hau drauf. Wieder laden. Ich hab meinen Laden verbrochen. Schon wieder, hä? Ich geh runter reparieren. Ja. Ich bin tot! Okay, warte, ich... What the fuck? Die haben uns! Ich bin auch tot. Halt's Maul! Ja, unser Schiff geht unter. Nein! Alter, es darf nicht wahr sein, dass sie unendlich Giftkugeln haben. Das ist so nervig. Das glaube ich nicht. Ja, unser Stuff ist aber nicht weg. Wenn wir jetzt da hinfahren, können wir den dann abholen dort. Ach Mann, ey, das ist so nervig mit diesen Giftkugeln. Oh, warte mal, ich komme aber direkt rein. Vielleicht kriege ich sogar noch geschüttet. Warum kommst du so schnell rein? Ist bei dir noch nicht die Tür offen? Jetzt ist sie erst offen. Naja, aber ich höre nichts. Kein Wassersound, gar nichts. Ist einfach Totenstille. Ist untergegangen? Warum rest er nicht? Er hat es probiert, er wurde doch abgeschossen. Kein Wunder, dass das Jahre, also dass dein Schiff untergeht, wenn du Jahre im Blackscreen bist. Ich bin 20 Sekunden im Blackscreen. Ich auch. Das darf nicht wahr sein. Ja, unser Schiff ist safe untergegangen. Ist so lange Blackscreen? Wenn ich eine halbe Minute im Blackscreen verbringe, ist doch kein Wunder, dass ich keine... Ja, kann, was soll ich da machen, bitte? Scheiße. Aber sind wir noch in der Allianz drinne? Ja, ja, da sind wir noch überall drinne. Okay. Scheiße, ey, das darf doch nicht wahr sein. Und was ist jetzt? Ja, jetzt müssen wir da hinten wieder hin. Das war da oben. Hier war das. Aber müssen wir das Schiff dann noch besiegen? Das wird dann noch rumfahren. Das ist jetzt wahrscheinlich fast unter oder ist untergegangen. Die waren so gut wie down. Wir hätten die fast gehabt. Ach, okay, krass. Das ist so lächerlich. Das regt so auf, ne? Du wartest auf diese Tür und die ist gar nicht das Schlimme. Das Schlimme ist dieser Blackscreen, der danach kommt. Ja, der war lange. Aber wir können alle unsere Sachen auch wiederholen. Ja, ja, die ganzen Schätze und so, das wird alles dort schwimmen. Also eigentlich müssten auch unsere Vorräte dort schwimmen. Haben das unsere Allianz mitbekommen, dass wir gesunken sind? Ja, wahrscheinlich. Ja, aber der Raid ist auch zu zweit, ist der echt nicht gerade einfach. Ja, ja, okay. Hatten die doch schon so oft tief getroffen.
Ja, wie gesagt, die fressen viel. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit gesagt, wir brauchen viele Kanonenkugeln und alles. Die fressen echt viel. Und wenn die einmal schießen, schießen die dreimal. Ja, und die haben unendlich Zauberkugeln. Das ist das Nächste. Da in die Richtung ist der Raid. Ja, den siehst du, guck mal, der ist sogar noch aktiv. Oh mein Gott, da hinten ist die sogar am Fahren. Und die hängt halb im Wasser. Ich dreh durch. Dann lass sie töten. Ich könnte heulen. Da sind die auch vorne an den Stein direkt gesunken. Was ist? Es regt mich einfach auf. Ich find's so lächerlich mit diesen blöden Schiffen, ey. So, hier müsste eigentlich unser Stuff sein gleich. Wir müssen nachher, bevor wir dann die Reaper Flag abgeben, bei den anderen ein bisschen Schätze grapschen. Warum? Weil dann leveln wir die. So, jetzt müssen Räusche. Wir hier, ja, wir müssen jetzt drauf achten. Hier müsste gleich irgendwo unser Dings sein. Unser Stuff. Warum ist schon Kampfgeräusche? Ich sehe das Schiff noch gar nicht. Ja, weil wir sind jetzt schon in dem Gebiet davon. Okay. Da, rechts. Das erste, was wir mit der Harpune jetzt versuchen müssen zu polen. Ah, die kommen direkt, ne? Du greifst den Loot, ich repariere, geht das? Oder wollen wir das Schiff schnell versenken? Schaffen wir das? Ey, unsere ganzen Fässer mit dem ganzen guten Stuff drinne. Schieß drauf, schieß drauf. Warte, ich dreh. Kriegst du die getroffen? Ja. Ganz schön weit weg. Die treffen uns immer. Ich sterb wieder und bin vergiftet. Ich bin beim Laden zerbrochen. Ich repariere, ne? Ich treff ganz, ganz viel tief. Du triffst die tief? Ja, oft. Okay. Also wenn du siehst, dass das Schiff schon so zur Hälfte im Wasser hängt, dann brauchst du nicht da unten treffen, ne? Okay. So nervig, wie diese Skelettschiffe auffahren. Oh oh. Unten ist alles okay. Digga, die können viermal auf einmal schießen. Ja, ja, die haben vier Kanonen. Digga, ich triff alles. Ihr könnt das hören, Chat, wenn die am Zaun, wenn diese Geigen oder was ist, kommen. Nachladen, nachladen, nachladen. Das ist gut. Ja, die gehen unter, kannst aufhören. Wir haben, yeah! Ja, wir haben den Raid geschafft.
Scheiße, hat noch weiter geschossen. Leck mich. Da können wir auch gleich noch wahrscheinlich unseren Hack wieder einsammeln. Hack ist gut. Oh, da ist ein Totenkopf-Wolke-Explosion. Ja, das ist das Fort of Damned. Das ist das eins der, ich sag mal so, von den Schätzen der lukrativsten Events. Krass. Da müssen wir zuerst unseren Loot machen, bevor der despawnt, ne? Ja, wir looten jetzt erstmal hier den Stuff, weil der ist jetzt direkt bei uns. Ja, aber unser anderer Stuff despawnt nach 10 Minuten, ne? Ja, das schaffen wir aber. Das werden wir jetzt schnell hinkriegen. Okay, ich zieh das gleich mit der Harpune schnell rein. Du nimmst das immer runter. Und leg das einfach hinter uns erstmal nur. Genau, und dann legen wir es einfach aufs Schiff erstmal. Ja. Oh, Munitionsbeutel, da kommt der Stuff. Nehmen. Guck mal, wie viel das ist. Ritualschädel. Das ist schnell, das ist gute Teamarbeit. Daneben geschossen. Ja, der Wellengang ist gerade wieder richtig nervig. Ja, perfekt durch die Welle. Ah, die Kiste der Asche, die kenne ich doch. Der was? Ascheschlüssel. Okay. Da wieder? Zwei Ascheschlüssel. Ja, das hatten die alles. Ja, guck mal, was da im Wasser noch liegt. Wir haben jetzt schon einen Multiplikator, weil wir Reaper... Ja, unsere Level Flagge ist jetzt weg. Die nehmen wir aber nachher nochmal neu an. Und wenn wir dann nochmal von den anderen die Sachen hochheben auf dem Schiff, dann leveln wir die ganz schnell auf. Ach, die Welle ist wieder am Weg. Ja, sicher. Wenn die auch was für uns abgeben, leveln wir die Flagge? Nee, oder? Nein, nein. Das gilt nur fürs Aufheben, aber da machen wir, also müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir holen die jetzt auch gleich und machen direkt. Wir könnten dann, wenn jetzt gleich ein Fort kommt, das nochmal machen. Da leveln wir die eh fast fertig schon wieder. Okay. Die Flagge zählt eh erst bei der Abgabe. Da ist sie wichtig. Digga, wie viele Sachen sind das? Ich tu mal weiter ranfahren. Wie viele Schätze sind das? Was ist da drinne? Gutes Skelettkisten aufnehmen. Kann auch reingucken? Nee. Nee, in die Aschekisten kannst du gleich reingucken. Mit dem Ascheschlüssel? Genau, die kannst du mit dem Ascheschlüssel dann aufmachen. Mach ich mal. Öffnen. Ja, da sind Sachen drin. Okay, bist wieder da. Da. Ich darf nicht. Ich muss das Schiff einmal noch mal ein bisschen drehen. Hast du? Ja. Okay, ja, ich kann dich leider jetzt nicht hooken. Ich drehe einfach. Easy. Schon mal weiter. Ja, weil der weggedreht ist, aber du kommst an Bord, ne? Mhm. Okay, da sind auch schon die Möwen. Digga, ist ja echt viel Stuff, was die haben. Hier sind keine Haie, ne? Weil wir den Kampf gewonnen haben. Haie spawnen eigentlich im Meer immer so random, also wenn du eine längere Zeit quasi im Meer bist, dann kommen die. So, jetzt kommen hier unsere Fässer noch. Digga, ich hab die verloren, ich sehe sie nicht mehr, hä? Die Wengang ist zu stark. Haben wir hier eine Lagerkiste, war da eine bei? Ich glaub, da war doch vorhin eine, oder? Wo sind die Fässer, hä? Was ist das für ein Scheiß? Okay, ich komm zurück. Was ist das denn für ein Mist, hä? Fahr jetzt mal lieber rum wegen den Schätzen, ne? Weil ich sag mal, der Supply ist jetzt nicht mehr so wichtig. Der war eigentlich jetzt eher für den Raid wichtig. Okay. Die Schätze wollen ja eher Gold machen und XP. Du suchst eine Lagerkiste, ich hab hier eine. Hier ist eine Lagerkiste. Direkt ja, dann kannst du das Fass leer ziehen an der Harpune. Ist so gut wie leer, da ist nichts drin. Okay.
Ich glaube, von den anderen Schiffen, die wir versenkt haben, der Stuff wird schon runtergegangen sein. Da haben wir zu lange mit dem Kampf gebraucht. Es ist halt, also von den Events her ist das das Nervigste, finde ich, wenn man das zweit oder alleine macht. Das Fass ist leer, soll ich es fallen lassen? Ja, ja, kannst du einfach fallen lassen. Hab's fallen gelassen. Geil. Irgendwo müsste jetzt hier noch Möwen sein. Genau, wir halten Ausschau nach Möwen, die da hinten sind von unseren Fässern. Also hier hatten wir auch was versenkt, aber so wie es aussieht, ist hier alles schon weg, leider. Weil ich sehe hier nirgendwo Möwen. Ich sehe hier auch keine Möwen mehr. Sicher, dass wir das noch haben? Ich denke, das ist hier alles despawned. Was glaubst du, ist der zeitliche Aspekt? Wenn wir jetzt noch unsere Flagge auf 5 leveln, schaffen wir das? Ja, ja. Wie gesagt halt, also wenn wir jetzt die Flagge holen und gleich kommen die Leute zum Reaper Sideout mit ihren Schiffen, dann gehen wir hin und heben einmal deren Schätze nur auf und legen die wieder ab. So, und alleine nur, weil wir die von denen aufheben, leveln wir unsere Flagge. Ach so, echt? Ja, ja, und dann kriegen wir die auf 5. Und dann geben wir einfach ganz entspannt ab. Wie chillig. Die Frage ist, wann du weg musst, weil das wäre am besten zu wissen ungefähr die Uhrzeit, weil dann kann ich den Leuten den Call geben, wann wir uns am besten am Reaper Sideout treffen. Boah, lieber zu früh als zu spät. Ja. Eine Stunde? Stunde. Ja, okay. Ja, dann ist gut. Ja, dann sollten wir so eine halbe Stunde eilen. Also sollten die sich so langsam Richtung Reaper's Hideout machen. Also so gegen 21 Uhr. Gut. Müssen wir auch mal gucken, was wir jetzt machen können. Ich würde sonst einfach mal vorschlagen, damit du das auch mal siehst. Wir fahren zum Fort of Damned. Und die Jungs, die dort sind... Wir machen einfach mal mit denen mit und wenn das für die okay ist, nehmen wir uns ein bisschen auch was vom Schatz. Okay. Damit du den auch einfach mal siehst, wenn das für die in Ordnung geht. Ja. Fragen wir die, ja? Werden wir gleich im Chat, denke ich mal, schreiben. Aber ich gehe mal davon aus, sie werden jetzt kein Riesenproblem damit haben. Wir bringen ja auch einen Ritualschädel mit. Wir haben ja einen hier. Oh, du bist ja schnell. Ja, ich fahr weiter, ich mach mehr Jungfrau Boost. Ja. Kommt zuerst die Haie oder zuerst Meerjungfrauen? Ich denke, die Meerjungfrau wird früh genug da sein. Da ist sie schon. Bin wieder da. Das Game sieht echt krass aus, echt jetzt. So, jetzt kommen wir zum Fort of Damned. Bis jetzt haben mir die Jungs noch nicht geantwortet. Ich denke aber, die sind auch gerade mitten im Kampf. Ja. Wie sind denn da gerade? Drei Stück sind da. Also. Über ein Schiff. Ja, genau. Auf. Wir haben hier auch noch die Stäbe. Zack. Soll ich mir einen Stab nehmen? Reizack der finsteren Gezeiten. Ja, genau. Den brauchen wir aber ganz zum Schluss beim Boss.
Wir müssen jetzt gleich erstmal Wellen machen. An Skeletten. Und dann am Ende tun wir gegen den Boss kämpfen. Und den macht man damit. Hat das Ding unendlich Schuss? Nein, du verbrauchst ihn damit. Ey! Ist aber nicht so schlimm, halb so wild. Die ganze Zeit, die Baller, sag doch was. Oh, warte mal, haben wir noch einen Ritualschädel? Warte mal, wir haben hier einen. Hatten wir einen von diesen Ritualschädeln? Wie sieht der aus? Guck mal, hier ist auch noch ein Schlüssel, ne? Da können wir noch eine Kiste aufmachen. Nee, ich glaube, wir haben nur ein Ritualschädel. Ah, nee, wir haben zwei. Oh, dann habe ich eine Idee. Wir machen den Deal. Wir machen einmal das Fort of Dent mit denen und kriegen den ganzen Schatz und die kriegen dafür noch den anderen Schädel von uns. Dann können die sich das... Das lohnt sich für die? Ja, die können das ja dann zweimal machen. Einmal helfen die uns, damit du auch einmal den Schatz siehst. Ja. Und dann das andere Mal können die dann sich auch noch gönnen, wenn sie wollen. Wieso kann ich nicht reden? Wieso geht das nicht? Du musst mal in deine Einstellungen gehen. Push to talk, linke Alt-Taste. Linke Alt-Taste. Hast du denn das Mikro und so eingestellt im Spiel? Nein. Ja, das musst du einstellen. Oh, die haben es gerade fertig hier fort. Was? Wie geil. Ich kann dir keinen Schaden machen, ne? Nee, mir kann es keinen Schaden machen. Den Lenkrad auch nicht, oder? Nee. Okay. Oh, jetzt machen die gerade die Schatzkammer oben auf. So, jetzt können wir hier anlegen. Aber du hörst die, ne? Ja, ich höre sie. Okay, komm mal mit. Hier war ich noch nie. So, warte mal. Die sind oben, komm mal mit. Hinter dir, Little Ned. Hey, Jungs. Ja, was los? Wir machen euch einen Deal, Max und ich. Wir haben zwei Ritualschädel. Wir würden einmal das Fort of Dent jetzt mit euch machen und einmal den Schatz haben wollen, damit Max den auch einmal hat. Und den anderen Schädel kriegt ihr von uns dann noch geschenkt. Würdet ihr das machen? Ich bin dabei, ja. Klingt gut. Ist das gut, Max? Ist gut, ist mega gut. Keine Ahnung. Ja, Max, freut euch nicht. Komm mal mit, ich zeig dir mal was. Hier. Nicht das Fass anschlagen oder so, ne? Auf gar keinen Fall. Hier, das ist der Schatz, komm mal hier rein. Guck mal, was hier alles drin ist. Krass. Das kriegen wir gleich alles einmal auf unser Schiff. Boah. Eine so eine Kiste ist mit dem Bonus, der von 6 bis 7 ist, 40.000 wert. Digga, was? Ja, die sind böse viel wert. Wie geil. So, warte, ich tu mal die Schädel hier hin. Ich hole noch den anderen schon erhöht. Kann ich die Fässer einmal in die Hand nehmen? Aber guck mal, kriegst du oben gerade Geld? Ja. Ja, jetzt geben gerade andere ab. Oh. Wieso? Was ist los? Darf ich die Sache einmal in die Hand nehmen? Kannst du ruhig machen, das ist nicht schlimm. Level ich dadurch meinen Reaper? Nee, wir haben jetzt gerade keine Flagge drauf. Die machen wir jetzt gleich am Reaper Outpost dann. Okay. Hier liegt ein Ritualschädel. Soll ich den klauen? Den habe ich gerade da hingelegt. Okay. Das ist unserer. Wir machen jetzt einmal das Fort mit denen. Dann kriegen wir den Stuff. Soll ich nochmal schnell zurück aufs Schiff kommen? Ich komme jetzt hoch. Ich erkläre dir gleich mal was, weil wir müssen jetzt gleich auf eine Mechanik achten bei dem Fort. Du müsstest auch Level bei der Athena-Fraktion kriegen, da musst du drauf achten, mal. Ja, könnte sein. Okay, nicht aufs Schiff. Ich lege euch mal euren Schädel hier hin, ja? Okay. So. Berühmtheit die ganze Zeit erhöht sich. Mhm. Das ist quasi deine Erfahrung. Der gräbt hier einen geisteskranken Schatz aus. Ja, der gräbt die ein. Das Ding ist, diese goldenen Kisten darfst du nur 2 Stück auf dem Server haben oder 5 insgesamt. Und wenn du die eingräbst, dann zählen die nicht. Und deswegen kannst du dann mehr davon haben.
Athen sind Segen Ansehen erhöht. 1. Ja. 1 klingt nicht so viel, oder? Nee, die gibt es 30, die Fraktion, aber es ist auch die grindigste von allen. Die dauert sehr lange. Da kriegst du auch den ganzen Heftigen. Mitterkochen 21. Goldsammler 35, Handelsbund 18, Seelenorden 21. Ja. Also, wie gesagt, wenn du nächsten Samstag früh am Start bist, so mittags ja, oder so, dann können wir sehr viel machen. Dann können wir auch planen, dass wir so abgeben, wenn du da bist. Okay. Je genauer du mir das Zeitfenster sagen kannst, wann bis wann du da bist, umso besser können wir das alles planen. Zählt. Könnte ich dir schon, glaube ich, sagen. Ja. Das ist ja einfach nur, ich habe Samstag 20 Uhr wieder ein Fußballspiel, aber davor. Also ich kann um 12 da sein. Ja. Samstag 12 Uhr. Okay, und wie lange bist du dann da ungefähr? Bis 16 Uhr. 16 Uhr, okay. Dann würde ich sagen, planen wir, dass wir so gegen 15 Uhr abgeben, weil wenn wir bis dahin stacken, dann kann das sein, dass wir schon so eine Dreiviertelstunde bis Stunde nur am Abgeben sind. Oh, das mag ich. Also da kommt wirklich richtig, richtig viel dann. Seelenorden Ansehen erhöht. Okay, dann klär ich das mit den Leuten ab. Ich klau deren Bananen und Mangos. Aber wir müssen uns da noch was überlegen, Max, fairerweise. Na? Weil ein Zuschauer, der wird für dich Platz machen extra. Ja. Das heißt, er kriegt das ganze Gold nicht und so. Da müssen wir dem irgendwie eine Steam-Guthabenkarte oder so schenken als Dankeschön. Ja, das kriegt er, das muss er kriegen. Stopp, der Sprung von mir. Das ist nicht unser Schiff, mein Bein ist gebrochen. Bist du auf das Schiff gejumpt? Ja. Boah, das klingt richtig eklig, mein Bein ist gebrochen. Wie geht das wieder heil? Das dauert immer ein bisschen was. Geh ja wieder heil. Wie in echt quasi. Mit dem Schwertsprung aufs Schiff gekommen? Ja. Krass. Guck mal eben, ich nehme mir mal ein bisschen Essen von euch, Jungs, ja? Gönn dir. Nichts an den Flammen machen, Max, ne? Also hier an den Lampen, bitte. Welche Lampen? Die haben hier unterschiedliche Lichter, ne? Guck mal, ja, die leuchtet hier rot, meine Laterne jetzt. Ist das? Ja. So, und hier, die zum Beispiel, siehst du ja, ist grün, ne? Ja. So, komm mal mit. Wir gehen jetzt hoch, wir machen jetzt gleich eh das Event. Die holen jetzt alle Farben, weil oben sind so Käfige. Und da musst ja, du die Flammen reinmachen. Ja. Und dann öffnet sich so ein Gitter, wo ein Skelett drin ist und dem setzt du den Schädel auf und dann startet das Event. Und geil. Hast du schon mal diese Dunkelheitsskelette gehabt, die du anleuchten musst, damit du die sehen kannst? Nee. Es gibt so Skelette, die musst du mit der Laterne anleuchten, damit du die treffen kannst. Geil. So, und hier ist das Gleiche. Die kommen hier mit so Farben, die Skelette. Die haben dann zum Beispiel grüne Partikel oder blaue. Hier siehst du das, guck. Hier sind überall diese Flammen, ne? Ja. Wenn du jetzt mit deiner Laterne dran gehst und Rechtsklick hältst, dann hält er die so hoch. Musst du mit Q auswählen, ne? Genau. Ja. Und dann gehst du mal an die Laterne und drückst hier F. Siehst du, jetzt ist deine grün. So, und dann kommen Skelette. Wenn die grüne Partikel haben, dann musst du so mit der Laterne an die dran, die anleuchten und dann kannst du die erst angreifen. Danach sind sie aber für immer sichtbar. Nein, dann können die nach einer Zeit wieder, wenn die nicht getötet werden, werden die wieder unbesiegbar. Dann musst du die wieder anleuchten. Ah, okay, krass. So, und in der ersten Wave oder in den ersten drei kommt immer nur eine Farbe, später kommen dann zwei und dann drei. Da teilen wir uns dann immer auf, wer welche Farbe nimmt. Okay, haben wir hier irgendwo eine Munitionskiste wieder? Ja, die liegen hier überall verstreut. Also, ich weiß jetzt gerade nicht, wo hier oben. Warte, komm mal mit. Ich glaube, ich weiß, wo eine ist. Hier unten ist eine. Ah. Hier oben ist auch eine. Okay, er hat schon eine. Was ganz wichtig ist, ich sag dir nachher, sobald die Boss-Wave kommt, ne? Du musst aufpassen, wenn Skelette kommen mit einem Sprengfass,
Die können auch hier mit so einem Festungsfass kommen. Die dürfen auf gar keinen Fall explodieren. Du darfst auch nicht draufschießen, Max. Oh, das klingt alles super kompliziert. Ja, das ist... Kann ich es mega verkacken? Du darfst auf gar keinen Fall auf die Fässer schießen oder so. Weil guck mal hier, hier stehen auch überall Fässer, wo ich gerade bin hier. Und warum tun die nicht weg? Der Trick ist, der Boss spawnt nachher hier und dann jagt einer diese Fässer hoch und dann kriegt der Boss ganz viel Schaden und ist ganz schnell tot danach. Ah, okay, smart. Deswegen müssen wir aufpassen dann. Mhm. So, okay, die haben jetzt alles hingetan. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Wir sind ready. Also ich habe Max alles erklärt. Wir müssen uns aber darauf einstellen, im schlimmsten Fall, dass irgendwas schief gehen könnte. Will Max den Schädel einsetzen? Ja, du machst das, Max. Oh ja, cool. Wie geht das? Wo ist unser Ritualschädel? Habt ihr den irgendwo hingetan? Ja, die liegen alle vorne. Ah, okay. Komm her. Hier, du nimmst den mit F und dann setzt du den da drauf. Jetzt geht's los. Da, pink. Das ist pink. Das hab ich sogar. So, und vorsichtig, wenn du schießt, nicht in die Richtung von den Fässern schießen. Du kannst auch nur anleuchten, wenn du willst. Hier. Ist tot. Auch tot. Und wann kann man irgendwie sehen, wann die verwundbar sind, wenn sie angeleuchtet sind? Ja, genau, die machen dann immer diese Animation. Du siehst auch, welche Wave kommt. Da, guck mal hier kommen so Geisterarme raus, siehst du? Am Boden. Bei Lila. Blaues Licht übernehmen. Hier, Lila. Guck mal, da kommen so Geisterarme raus, siehst du die? Ja? Rechtsklick, F? Ah, Rechtsklick! Okay, bin da, let's go. Ja, die Wave ist schon clear. Jetzt muss man drauf achten, wo Geisterarme aus dem Boden kommen bei der Flamme. Blau. Da. Wieder. Siehst du, hier bei Blau, da leuchtet das auch am Boden, siehst du? Ja. So, die spawnen oben. Oben sind die im Gebäude. Ah, ich komm zu dir hoch. Hier, lass uns hier hoch. Da, anleuchten, genau. Hier, da. Die sind schon angeleuchtet. Muss ich Rechtsklick drücken, um die anzuleuchten? Genau, du musst Rechtsklick gedrückt halten immer. Du kannst einfach Rechtsklick gedrückt halten und läufst durch die ganze Zeit. Gut, esse ich ein bisschen. Ja, zur Not, wenn du was zu essen brauchst, kannst du auch bei denen ans Boot gehen, nimmst dir was raus. Ja, mach ich eh. Die sind cool. Weiß draußen? Oh, Sprengfass! Sprengfass, Jungs! Was muss ich da nochmal machen mit dem Sprengfass? Nicht draufschießen, am besten gar nicht erst hingehen. Einer kommt jetzt rein mit dem Sprengfass, lauf nach oben, wenn du kannst. Oh ja. Ich darf ihn nicht mal anschießen. Am besten nicht anschießen mit der Schrotflinte, weil du triffst das Fass und dann explodiert das. Digga, die Skelette haben eine Waffe? Wie skafft ist das denn? Ja, die können Schusswaffen haben. Ein Skelett mit einem Revolver? Oh Gott, der hat mich getroffen. Der ist schon angeleuchtet. Muss wieder essen. Ja. Die haben hier draußen auch eine Lagerkiste liegen, ne? Da können wir uns jederzeit was rausnehmen, weil die ist, glaube ich, fast leer. Lila? Jetzt ist Lila. Jetzt gleich geht's auch mit zwei Farben los. Ja, Lila und Rot. Du hast Lila genommen, ne? Ja. Dann nehme ich Rot. Sind die auch One-Shot im Nahkampf? Ja, wenn du mit der genau dran stehst, dann One-Shottest du die. Das
mir Munition holen. Scheiße, ähnlich denn, hä? Was ist los mit dir? Jetzt ist grün und blau. Ja. Ich bin blau. Ich bin grün. Hier ist ein blauer, habe ich nicht. Die sind draußen, die grünen. Ja. Gibt einen speziellen Skin im Spiel, wo du dieses Port 50 Mal gemacht hast oder 25 Mal. Ja. Aber das ist sehr schwer, wenn du das in der normalen Lobby machst. Und das Skelett hier ist der Endgegner? Nee, doch nicht. Nein, nein. Wir sind jetzt bei Wave 5 gewesen und es gibt 10. Was? 10 Waves? Grün. Ja, ja, wir sind jetzt bei Wave 6 schon. Okay. Weiß, ich nehm weiß. Ich nehm auch weiß. Okay. Ich geh nochmal auch unten rot einmal. Was ist jetzt? Oh, Sprengfässer. Sprengfässer, vorsichtig. Digga, das ist so ein Mauerbrecher. What? Was für eine Range? Okay, gut. Die sind aber nicht innen drin explodiert. Ist irgendwer tot? Aber ja, ich. Aber was für eine Range denn? Wo bist du? Bin ich von den Sprengfässern gestorben? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß gar auf nicht, wo du liegst. 20 Meter? Du kommst aber gleich am Boot, dann kannst du wieder hochkommen. Ich bin geheilt. Okay. Ich brenne jetzt aber. Löscht man sich? Eigentlich mit Wasser. Und ohne Wasser gar nicht? Ja, dann musst du warten, bis das aufhört. Das dauert was. Am besten auch nicht zu anderen laufen, weil dann zündest du die an. Ah, das passiert. Hä? Das ist natürlich dann suboptimal. Da hat irgendwer die Fässer abgeballert. Ich bin froh, dass du es nicht warst, Max. Ich war's. Du warst das? Boah, ist das bitter. Das war, ich hab perfekt mit dem Schrot getroffen. Und eine Schrotkugel ist, glaube ich, zum Pulverfass gegangen. Scheiße. Wie schlimm ist das jetzt? Jetzt müssen wir gleich gucken. Da müssen wir beim Boss, glaube ich, ein bisschen improvisieren und mit dem Schiff auf den schießen, damit der schnell geht. Echt jetzt? Aber das wird schon passen. Kacke. Können wir nicht neue Sprengfass suchen? Nein. Scheiße. Und nun? Sind die sauer? Nee. Also mein ganzer Chat lacht sich gerade kaputt. Fuck, okay, wir müssen weiterkämpfen. Die wussten, worauf sie sich einlassen. Ich hab's gesagt, Max. Ich hab den direkt gecallt. Ihr müsst damit rechnen, dass irgendwas schief geht. Kacke, wie konnte das passieren? Vor allem du, der andere und ich, wir sind alle mitten in den Tod gegangen. Ja, weißt du, wie hoch die Explosion geht? Ich stand hinten am Fort. Also ich stand direkt da drüber quasi. Da sind ja diese Festungssprengfässer. Das sind, die haben so eine Giga-Range. Ich
Wenn die noch unbesiegbar sind, kann man die dann überhaupt einen Hitmarker machen? Nein, nein, also dann machst du denen gar keinen Damage, gar nichts. Okay, auch kein Hitmarker, ne? Nee. Oh, drei verschiedene Farben. Ja, ja, wir sind jetzt quasi. Also in der letzten Wave kommen auch noch mal welche mit Festungsfässern. Aber die werden uns halt nicht mehr viel bringen. Du musst dir vorstellen, jedes Fass macht so eine Art Punkte-Damage. Normales ein Festungsfass 5. Und der Boss hat 100 Punkte Leben. Jungs, wollt ihr den gleich mit dem Schiff Kanonenkugeln machen? Oder mit Stäben? Ich glaube mit Stäben und dann mit den Schrotflinten einfach. Okay, alles klar. Festungsfässer, vorsichtig. Vorsichtig, Max, jetzt sind die da mit den Festungsfässern. Ja, wo ist nochmal die Munitionskiste? Ich habe die schon dreimal gesucht, nicht gefunden. Ich hab wirklich voll Angst, da oben rumzulaufen. Ich nicht weiß, wo Max gerade ist. Ich hab kein Essen und bin fast tot. Hä? Ich bin gerade hier oben drinne. Geh einfach unten bei denen ans Schiff, nimm dir was raus. Boah, ich bin so kacke. Warte hier, ich geb dir was. Komm her, schnell. Lauf eine Runde oben. Warte, ich töte das Skelett. Ah. Der läuft hinter dir her. Ich krieg ihn nicht. Ah, der ist schneller als ich. Okay, ist tot. Komm her, komm her. Nimm. Oh, der Boss kommt. Hier, nimm noch was. Brauchst du noch was? Was hast du für eine riesen Auswahl? Wie geil. So, komm, jetzt kämpfen wir gegen den Boss. Der ist hier drinne. Ich hab pressiert. Oh, 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 oh. Okay, die haben da noch doch. Autsch. Ich hab keinen Schuss, ich hab keinen Schuss. Digga, ich hab grad 100.000 gemacht. Irgendjemand gibt gerade ab. Hä? Ja, so wolltest du das doch haben. Ja, mega geil. Das ist das Beste. Ich such seit circa 15 Minuten eine Munitionskiste. Und hab eine gefunden. Aua, aua. Oha. Ich glaube, du solltest nicht zum Boss gehen, weil die Stäbe treffen dich ja auch. Geist von Grey Marrow. Das macht meine Zuschauer bestimmt wahnsinnig aggressiv, dass ich die Munitionskiste nicht finde und jedes Mal hier oben in den achten Schock rennen muss. Das bleibt jetzt einfach hier. Smart, oder? Wo sieht man sein Leben? Unten links. Unten links ist mein Leben. Ja, ja, da siehst du sein. Ach, du meinst sein Leben. Ja, ja. Ach so, ich hab gedacht, du meinst sein Leben in dem Sinne von dir da. Von ihm, das siehst du gar nicht. Der hat so verschiedene Verhaltensweisen. Daran merkst du, wie weit er schon down ist. Und wie weit ist er down? Noch nicht so weit. Wenn er die ganze Zeit wie so ein Geisteskranker am Lachen ist, dann ist er fast tot. Da, jetzt fängt er so an zu lachen. Er ist tot. Sauber. Richtig gut. So, Max, pass auf. Jetzt nimmst du den. Goldbeutel? Nee. Hier, das. Jetzt gehst du hier hin und setzt das hier ein. Alter.
Geil, hier ist ja alles. Und nun? Aufsammeln. Jetzt müssen wir es auf unser Schiff bringen. Wir nehmen die Fässer für den nächsten, okay? Ja, ja, könnt ihr ruhig machen. Krass, die machen den jetzt nochmal? Ja, die machen den jetzt schnell nochmal ohne uns. Das schaffen die auch zeitlich. Und dann geben die gleich ab. Solange sollten wir auf jeden Fall dann gucken, dass wir die Reaper Flag gleich holen. Und dann geben wir mit denen zusammen ab. Ist das über unser Schiff? Nee, hä? Nee, unseres ist weiter rechts. Oh, oh, da geht ganz viel Seelenorden hoch. Ja. Ich stell erstmal den Stuff hier unten hin. Klär erstmal ganz kurz mit denen alles. Verhandel gut. Echt Geldwährungsstilett, Leute! Echtgeldwährungsskelett. Habt ihr bekommen? Ja. Das darf nicht sein. Ich hab's bekommen. Danke. Waren eh nur 134 Coins. Scheiße, warum haben die das nicht gekriegt? Nur das Team kriegt die. Hast du das Geräusch gehört? Ja, ja, das war ein richtig Echtgeldgeräusch, klar. Ja, wenn das kommt, dann ist immer Echtgeldwährungsskelett. Das ist schon das vierte, was ich jetzt in knapp anderthalb Wochen bekommen habe. Ich habe ohne Witz mittlerweile über 1000 Coins durch das Skelett gemacht. Das ist geil. Krass. Wir haben hier eine ganz nice Sache. Die Leute fragen ja immer, warum mein Chat so nice ist, weil wir über 140.000 Leute gebannt haben. Wie viel? 140.000 Leute haben wir gebannt, 142.000 irgendwie. Auf deinem Kanal insgesamt. Ja, ja, aber die machen jetzt auch viele neue. Was geht ab, Bro? Bin ein großer Fan von dir. Was zockst du gerade, Bro? Hallo, hallo, kann ich gebannt werden? Und dann ist er gebannt. Weißt du? Ja. Das ist so chillig, dass der einfach dann selber so deklariert, so hey, 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 der Chat ist ohne mich besser dran. Verhindert mal lieber, dass ich chatten kann. Das ist eine halbe Sekunde für einen Mod. Und dann ist er raus. Weißt du? Mhm. Ultra nice. Also die Leute, die bei mir gebannt werden, die gehen immer zu Rumatra rüber und beschweren sich bei Rumatra. Geil. Rumatra hatte letztens die Diskussion mit den gebannten Leuten, ob die bei mir sinnfrei gebannt werden oder nicht. Das Geilste war gestern. Ich habe gestern eine PvE-Lobby mit Zander gemacht, ne? Ja. Da kam ein Typ rein, der ist voll ausgerastet. Der war richtig sauer, weil wir diese PvE-Lobby gemacht haben. Und ja, echt? Ja, ja, ich habe dann zu ihm gesagt, das ist die Reaktion darauf, dass ihr uns immer Stream sniped, ne? Und dann meinte er, ja, das ist voll unfair, so spielt man das Spiel nicht. Das wollen die Entwickler gar nicht, dass man das so spielt. Und der hat so übelst im Chat die ganze Zeit immer so drei Wörter geschrieben und dann hat er die Nachricht abgesendet, aber so richtig schnell. Der hat übelst in die Tasten gehauen, als wenn es um sein Leben ging, ne? Dann habe ich den irgendwann gebannt. Und dann sage ich so zu Zander, ey, zu dir kommt gleich einer rüber. Dann meinte er, ja, soll er ruhig kommen. Dann ist er bei dem drüben, also Zander fängt an, mit dem zu diskutieren. Dann sagt er so, ja, ich mute mich mal eben. Dann ist so anderthalb Minuten ruhig. Dann mutet sich Zander. Der so, boah, ich habe den Typen jetzt auch gebannt. Der geht ja übelst auf. Wie geil. Jetzt wirklich nur 90 Sekunden mit ihm ausgehalten. Oh, das Wasser hier tief genug. Ja. Oh, wir haben schon alles an Bord, glaube ich. Wir haben alles, ne? Geil. Oder fehlt noch die Legenden-Chest und so? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben die nicht gehabt. Hab ich was geklaut? Nee. Bist du sicher, dass du das bei uns an Bord gebracht hast, Max? Wir suchen nochmal gerade. Was habe ich an Bord gebracht? Die Sachen bei uns, oder hast du die bei denen an Bord gebracht?
Nee, ich habe alles bei uns geholt. Alles bei uns reingepackt. Ich habe noch eine witzige Nachricht. Ach, hier ist die Legendenkiste. Habt ihr auch die andere Schnitzelkiste noch, Jungs? Guck mal, die wird doch irgendwo bei uns dann sein. Eine Schnitterkiste soll ich suchen. Kiste mit feinen Gewürzen. Hm, lecker. Hier ist eine. Truhe des Seefahrers. Truhe der Legenden. Hä? Schnittertruhe. Die ist am Steg. Oh, warte mal. Welcher Steg? Ich habe hier noch einen sehr interessanten Kommentar, den ich gerne vorlesen möchte. Ich habe extra gescreenshottet. Ja. Da, da unter meinem Pokémon-Opening, ne? Ja. Wir haben ja aus 1998 das Ding aufgemacht. Da hat jemand auf jeden Fall den Sinn von Pokémon-Karten verstanden. Den möchte ich einmal ganz kurz vorlesen. Phoenix 290 schreibt: Toll, das Display habe ich selber 7-mal in Deutsch und 2 Displays davon in der ersten Edition. Soll ich jetzt auch Videos darüber machen, wo ich mein Neo-Base-Sets öffne? Sowas ist viel zu schade zu öffnen. Sowas behält man für die Ewigkeit in der Sammlung, bis man irgendwann 80 Jahre ist und beschließt, die Displays im Wald zu vergraben. Weil ich will jedenfalls, dass meine gigantische Sammlung niemand bekommt. Das ist doch wenn das stimmt, hat der Displays im Wert von 100.000 Euro und will die im Wald vergraben und will die mit in sein Grab nehmen. Das ist ein Trollkommentar. Das glaube ich nicht. So ein Scheiß, Alter. Nee, das sind aber nur Lungen. Und der Sinn von Pokémon-Karten ist, sie nicht aufzumachen. Und sie dann zu vergraben. So haben sich das die Leute von den Pokémon-Karten damals gedacht. Ey, lass mal Pappkarten rausbringen in Plastikpackungen und dass sich die Leute die kaufen können und 80 Jahre lang zulassen können und dann vergraben. Das ist der Sinn von Pokémon. So. Wo war der Reaper? Ist das geil. Da. Okay, wir können schon fast losfahren hier. Dann holen wir jetzt erstmal die Flagge. Das ist viel zu ernst und abstrakt geschrieben, als dass das ein Troll wäre. Ich glaube auch nicht, dass das ein Troll ist. Das Problem ist, die Preise sind bei vielen Sachen gesunken. Aber es wird teilweise nichts verkauft. Manches Sets, die ich geil finden würde auf Japanisch, wird noch nicht mal gerade auf der ganzen Welt verkauft. Vielleicht haben noch 70 Leute. Eins, aber die wollen das gar nicht verkaufen. Aber das Set war gut, ne? Ihr hattet, glaube ich, gute Karten drin. Ja, richtig gut, richtig gut. Dreimal Lugia war da drin. Wie viel ist dieses Lugia wert? Oh, im Englischen PSA 10 70.000. War mal 100.000 wert. Boah. Aber im Japanischen gibt es das ja viel öfter. Aber da ist es PSA 10 auch 1100. Ich habe 2 Lugias und Reapers hat ein Lugia. Und der einzige, der von all den Packs schon Lugia besitzt, war Reapers. Der besitzt schon Lugia? Ja. Oder? War es japanisch? Nee. Englisch? Ich weiß gar nicht. So, wir fahren jetzt zum Reaper Outpost. Da sind auch schon gerade ganz viele unterwegs. Das heißt, jetzt gleich kommt das Gold. Was ist deine wertvollste Karte? Das werden wir morgen sehen. Morgen 18 Uhr gucken wir uns das Grading an. Ich habe alle meine Karten hier, 160 Karten, 3 große Kisten. Von allen Karten gucken wir uns das Grading an. Potenziell das dunkle Turtok First Edition Englisch aus Team Rocket.
Da hoffe ich, dass es hoch. Das kann. Hast du nicht sogar einen Glurak? Nee, das hast du nicht aus dem Englischen, ne? Nee. Ich habe immer Glück gehabt bei den Puls, aber nicht. Bei den Gluraks. Ich hatte bei Team Rocket keinen Glurak. Wir hatten bei dem Base Set keinen Glurak. Ich hatte bei den Gym Challenge, glaube ich, keinen Glurak. Soll ich fragen, was Chef Strobel gezogen hat? Hast du nicht mitbekommen gehabt? Ich habe ehrlich gesagt so am Rande geguckt gehabt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich interessiere mich ehrlich nicht so für Pokémon. Okay, Chef Strobel hatte vor 2 Jahren... Wir haben auch alle Jahren gesagt, es ist so dumm, dass ich mir das nicht schenken lassen habe. Aber die Sache ist, ich schieß sogar gegen Pokémon. Das wäre einfach so scheiße, dann so einen Booster zu nehmen. Das würde so räudig rüberkommen. Stimmt. Du hast, Chef Strobel hat vor 2 Jahren auch dieses japanische Display schon mal aufgemacht, als Boxbreak-Event. Und er hat sich selber davon, glaube ich, 2 Booster genommen. Ja. Und in einem Booster war ein Lashoking drinne. Lashoking japanisch Neo Genesis, ne? Dann habe ich meinen Booster, habe ich ihm ja auch eins geschenkt. Mach auf, wieder das gleiche Lashoking, gleiches Set, gleiche Karte, wieder Lashoking. Da war Chef Strobel so frustriert und er ist ja sehr schnell suchtanfällig, ne? Ja. Der ist ja richtig schnell suchtanfällig. Er ist dann der Einzige gewesen, am gesamten Tag, es wurden ja alle verschenkt, obwohl ich habe sie selber behalten, er ist der Einzige, der sich noch einen Booster für 400 Euro gekauft hat. Ich habe wieder ausgelost, er war wieder dran, ich mach wieder auf und es ist wieder Lashoking. Der war komplett gebrochen. Es gibt 16 Holos und er zieht 3-mal Lashoking. Das ist schon wirklich heftig. Dann wollte Rumatra tauschen, habe ich verboten ihm. Durfte er nicht. Vor uns kommt eine kleine Insel. Ja. Ich glaube, wir müssen sowieso hier weiter rumfahren gleich. Wann wieder Rocket League? Oh ja, stimmt. Wir haben, Björn, hattest du den Kontakt zu den Rocket League Pros? Wie soll ich nochmal erreichen? Auf Twitter? Oder wo soll ich nochmal erreichen? Nee, das war AirTag. Ah, okay. Ja, das müssen wir auch noch machen. Aber du kannst schon mal Sons of the Forest vorreservieren, G-Time, ne? Ja. Brauchen wir da 48 oder 72 Stunden? Ey, ich kann's dir nicht sagen. Also wenn das so wie bei The Forest ist, da hättest du gut in 12 Stunden durch sein können. Also deswegen würde ich jetzt sagen, reservier lieber mal 72, weil ich weiß ja nicht, wie viel größer das Game ist. Aber wir wollen ja auch bestimmt nicht die Story einfach nur rushen, sondern auch ein bisschen bauen und alles. Ja, genau, genau. Also machen wir auch wieder von zu Hause aus, so wie bei Grounded? Ja. Okay. 72 Stunden von zu Hause aus hier, aber mit im Stream schlafen. Nicht so eine Kacke, so, ja, ich gehe jetzt erstmal pennen, keine Ahnung, wann ich morgen komme. Ich habe noch einen Arzttermin und ich würde dann noch mit meiner Freundin was essen und ich würde auch noch einmal einkaufen. Ich komme so 17 Uhr dann wieder. Das ist überhaupt kein Event, das ist ganz normal Stream. Wir holen uns nur Leute, die mit pennen. So, jetzt holen wir erstmal unsere Reaper Flag wieder. Ja. Das ist ein Reaper Outpost. Ja, hier einmal abstimmen am Tisch. Perfekt. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz auf der Karte. Ich glaube, hier kommen auch gleich Schiffe an. Die hier finde ich sieht am coolsten aus. Ja, okay, nee, hier kommen keine Schiffe an. Ich weiß nicht, die sind hier gerade noch. Okay. Warum? Ich mach mal kurz eine Durchsage, ich frag mal. Die müssen jetzt langsam kommen. So. Jetzt warten. Also die vom Fort of the Damned, die kommen auf jeden Fall. Aber die sind das gerade nochmal am machen. Weil ich würde schon ganz gerne, dass wir einmal, wir können aber, also zur Not, die sind nicht weit weg, dann nochmal hinfahren, grapschen alle Schätze an, bis wir auf 5 sind und dann können wir schon verkaufen. Ah, okay, ja. Kommen jetzt aber welche. Grapschen. Okay, dann fahren wir nochmal eben grapschen so lange. Die kommen jetzt alle gleich hier hin auch. Wir müssen einmal jeden Schatz von denen anfassen und leveln. Ja, genau, dann geht die Flagge hoch, bis die Stufe 5 ist. Und dann können wir wieder verkaufen fahren hier. Feier ich. Ja, Athena lohnt sich nicht. Na, warum lachst du? Ich hab's gesehen, du bist voll gegen das Schiff geknallt. Ja, stimmt.
Sebo braucht eine Ausnahme, der hat doch schon ein Kind. Ja, wenn... Entweder müssen sie durch ganz Deutschland tucken, dann machen wir es im LAN-Party-Studio. Oder wir bleiben zu Hause. Aber dann muss jeder auch streamen, wie er schläft. Also dieses Jahr wird auf jeden Fall böse mit Survival Games, das kann ich dir sagen. Ja, ja. Da kommt so viel. Also wir machen auf jeden Fall wieder zu Craft Attack eine LAN-Party, da gibt es kein Wenn und Aber, das ist Tradition. Ja. Craft Attack 11 ohne Chefstrube? Ja. Craft Attack 11 ohne Chefstrube. Haben wir ja schon geklärt. Also er spielt mit, aber er ist bei der LAN-Party nicht dabei. Weil er kann nicht so viel Minecraft auf einmal spielen. Das macht ja keinen Sinn, wenn wir einen 7-Tage-Stream machen. Und er hat nach 6 Stunden keine Lust mehr. Er war ja auch instant beim Clash Royale Projekt und beim Clash of Clans Projekt raus. Eigentlich alles, was wir angefangen haben mit Chef Strube, war ja wahnsinnig schnell raus. Der ist übelst im Velo-Grind. Naja, der ist so süchtig. Der spielt 14 Stunden am Tag im Stream. Ist super hart, da kommt nicht weiter und dann spielt er noch 2 Stunden aufs Stream. Jetzt nimmt diese komplette Psyche weg. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich ihm helfen soll. Er ist so stuck in Velo. Ja, Digga, du machst deine Games und dann steigst du auf. Und dann bist du da, wo du hingehörst. Der ist mehr stuck drin als Rumatra. Und bei Rumatra hätte ich das ja verstanden wegen seinem E-Sport. Digga, der Schrubbel war ja schon Platz 300 Europa und sowas. Aber er spielt dann immer weiter. er ist nicht. Ich würde nicht sagen, dass der Strubel Top 300 Europa ist. Also wenn er es erreicht hat, warum versucht er noch höher zu kommen? Weil er ist ja nicht besser. Das ist ja schon völlig krank. Wer ist stattdessen dabei? Gute Frage. Das Problem ist, da kommt immer Call of Duty raus. Deswegen kann Hanky auch nicht dabei sein. Oh, Bigspin würde ich fühlen. Bigspin würde ich geisteskrank fühlen bei Craft Attack. 7 Tage Minecraft spielen mit Bigspin. Fabo auch ein sehr guter Kandidat. Revi hat da glaube ich keinen Bock drauf. Fabo oder Bigspin würde ich jetzt sagen. Mit Bigspin, dass er direkt neben mir pennt und wir alle in einem Zimmer schlafen und dann schnarcht Gitan wie Sau und dann schnarch ich wie Sau und dann schnarcht Sebo wie Sau und dann schnarcht Rumatra wie Sau. Das Traurige ist, dass Reapers gar nicht kommen will wegen dem Schnarchen einfach. Ja. Das ist das Traurigste von allem. Weil wir so laut am Schnarchen sind und er sagt, er kann sich das zwischendurch einfach nicht geben. Stimmt. Wieso fragen alle Spark, Digga? Wie dumm seid ihr denn? Also wirklich, wie dumm denn? Ich komme darauf nicht klar, wie dumm man sein kann. Digga, das Konzept bei der LAN-Party ist, wir haben eine Kamera. Im Wohnzimmer, im Gaming-Raum, 3 in der Küche, wir haben 1 im Fitnessstudio und im Schlafzimmer. Und er möchte anonym bleiben. Und in jedem Scheißraum sind 3 Kameras. Über 7 Tage, live. So, jetzt müssen wir einmal hier die Schätze grapschen. Ja, okay. Ja, dann lass German Let's Play, Spark, Basti, GHG. Die laden wir alle ein, ja? Dann machen alle Kameras auf über 7 Tage. Muss ich dir auch einmal angrapschen? Du kannst auch, wenn du, dann geht's schneller. Siehst du unten links das? Ja. Da müssen wir 5 Punkte drin haben. Einmal die Hand nehmen und X drücken. Genau. Legst die Sachen dann einfach wieder ab. Nur Schätze oder auch die Schädel? Alles, einfach alles angrapschen, Eimer. Wenn ich was angrapsche, passiert gar nichts. Ist jetzt eh, glaube ich, fertig. Ja. So, Flagge Stufe 5, gehen wir wieder zurück. Einfach rüber und grapschen. Das
geil. So. Ja, oder willst du mit 5 Leuten alle zeigen nur ihre Handcam? Sind aber 5 Hände. Ach so, soll ich mal mitmachen? Oh. So willst. Ja, 5 Hände, die sich die Hand geben. In einer Cam. Muss man ein bisschen weiter hier rangehen. 10 Hände. Ist alles, was du mit 5 Leuten mit 10 Händen machst, nicht irgendwie weird? So, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal verkaufen fahren. Ah gut, stimmt, der Strube kocht sehr gerne. Der wohnt ja in Hamburg. Der kommt mal rum und kocht für uns. Damit nicht nur G-Time kochen muss. G-Time ist eh schon genug beschäftigt mit Aufräumen und Küche sauber machen. Digga, nicht, dass wir zu viele Schätze haben. Ach. Ey, wir haben unsere Schiffe so stuckt gestern. Der ganze Server hat geleckt. Es kommt bald ein neues Raft raus. Ist doch verarscht, oder? Also es gibt ein Spiel auf Steam. Ich weiß nicht, ob die Person das meint. Das ist also vom Ding her wie Raft, aber ein anderes Setting mit so fliegenden Inseln und allem. Das habe ich aber auch schon in unserer Liste stehen. Okay, geil. Alle schreiben Eli. Wieso denn, als ob Eli 7 Tage lang nach Hamburg kommt und auf der LAN-Party Minecraft spielt? What the fuck, Leute? Ah, meint der Void Train, fragen alle. Da hat mir Romatra schon geschickt. Die kriegen irgendwie ein. Da kommt das Spiel raus oder die kriegen ein Update. Hat mir Romatra gestern extra einen Link geschickt. Ja? Das würde ich sagen, müssen wir nochmal spielen dann. Das war geil. Auf jeden Fall machen. Ich fand das Spiel. Also ich muss sagen, ich fand es richtig geil vom Setting her und allem. Aber die hatten halt ultra. Noch zu wenig drin am Anfang. Ja, das war zu wenig. Da soll jetzt mehr kommen. Wolchen ist nice, das tut mir auch wieder, ja. Das wird Fabo oder Big Spin. Wir lassen die beiden gegeneinander antreten. In dem 1 gegen 1 Bad Wars. Der Gewinner kommt zur LAN-Party. Ich glaube, da hat Big Spin jetzt schon verloren. Big Spin hat auch nie Minecraft gespielt und Fabo ist der beste PvPler gewesen. Oh, apropos Minecraft, klappt das, dass ich einen Special Stream mache, dass ich so lange stream, alle Dropper-Maps auf Mittel bis leicht? Ja, also das können wir wie gesagt jederzeit, das müssten wir dann über einen Bauserver machen, weil dann kannst du immer von einer Map zur nächsten switchen und kannst die manuell starten. Das können wir jederzeit sofort machen. Echt? Jederzeit? Ja. Oh, dann plane ich da was. Dann mache ich das, glaube ich, bald. Ja, also das ist dann einfach nur so, du gibst dann immer / Warp, Leerzeichen und dann Dropper-Map. Und dann wird dir auch unten angezeigt, welcher Schwierigkeitsgrad die ist. Wir haben ja 125 Karten. Ja. Wir können dir aber auch eine Liste zusammenstellen. Und sind die Mittelkarten wirklich alle Mittel oder ist da aus Versehen eine Mittel dabei, die auch als schwer zählt? Also wir haben das so gemacht, das hat mit dem Game Design zu tun. Bei den leichten Karten sind welche bei, wo jemand sagen könnte, das könnte schon fast eine mittlere sein und bei Mittel zum Beispiel fast schwer. Damit die Leute anspruchsvollere und weniger anspruchsvollere Karten auch im Schwierigkeitsgrad haben. Aber die mittleren und leichten, die sind machbar, die wirst du schaffen, da bin ich mir 100% sicher. Okay. Ich schaff die in einem Stream, alle leichten und alle mittleren Map in einem Stream. Ja, also ich denke, du wirst die ersten 1-2 Stunden vielleicht Probleme haben und danach wirst du das mit dem, wie du springen musst und so ziemlich gut draußen haben und dann sind die Karten gar nicht mehr so schwer. Also sagst du, ich schaff's in einem Stream.
Ja, also wenn du sagst, du machst 12 Stunden zum Beispiel, dann wirst du es safe schaffen, bin ich mir sicher. Okay. Aber ich glaube, das zermürbt einen auch. Wenn du 6 Stunden fällst in Minecraft, das fickt ja deinen Kopf komplett. Er kommt ein bisschen halt auch auf quasi auf die Willensstärke an. Ich würde jetzt sagen, Umatra ist, glaube ich, nicht so willensstark. Nee, das ist gut. Der wird, glaube ich, sehr schnell aggressiv, wenn er zu oft stirbt beim Fallen. Ja, ich glaube ich auch. Das ist das Problem. Ich muss da noch ein paar Noobs dazu holen, die richtig kacke da drin sind. Sebo, Big Spin, Reapers und Umatra sind schon zu gut. Chef Strobel, Reapers, Big Spin. Chef Strobel, Big Spin und Sebo. Die hole ich mir noch dazu, die drei. Und dann können wir richtig mal schön 10 Stunden fallen in Minecraft. So. Ein Anker. Passt. Ja, das ist noch ein bisschen, dann passt das. Kommt man da so jetzt rauf und abgeben? Ja. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Dann können wir. Ohne Sprung, Digga. So geil, hast du noch nie geparkt. Kisten mitnehmen? Genau, die können wir jetzt abgeben. Ich glaube, bei uns musste niemand die Schätze grapschen, oder? Ich guck mal, ob jemand angefangen kommt, weil ein Zuschauer hatte gerade was geschrieben. Aber wie schafft ihr das, hier auf den Server zu kommen? Könnt ihr nicht auch ein Böswilliger auf den Server kommen? Die kriegen wir nicht runter. Na, es kommt keiner drauf. Die Schiffe sind alle. Also, du kannst maximal 5 Schiffe auf einem Server haben. Ah. Oder 16 Spieler. So, und wir haben das mit 5 Schiffen besetzt. Und auf jedem Schiff ist mehr als ein Spieler. Selbst wenn das bei jemandem mal crasht, dann kann er wieder nachjoinen direkt. Du kommst nicht auf den rauf. Also, das ist unmöglich. Okay. Allianzen-Server sind schwach. Am meisten Geld macht man mit PvP. Ist Schwachsinn. Schwachsinn. Ja, jetzt können wir abgeben. Ich glaube, die brauchen von uns nichts. Auch hier die Schnittertruhe. Kannst alles abgeben jetzt. Boah, jetzt geht's los, Leute. Wir haben die Folge angefangen mit 400.000 oder so, ne? 380.000? Jetzt bin ich mal gespannt. Wo gebe ich das überhaupt ab? Hier? Bei dem Typen da drinne. Zu dem gehst du hin und dann F. Der sieht cool aus. Wird die gebracht? Gar nicht. Das sind Dublonenkisten. Die Dublonen sind auch wichtig. Du kannst dir nämlich so später so Dinger holen. Da kriegst du ein Level. Egal welche Stufe du was hast. Levelst du dann eine Stufe auf. Warte mal, wo haben wir denn die eine Kiste hier? Die. Ja, sonst. Wenn wir bei der LAN-Party nicht finden, sonst holen wir einfach, keine Ahnung. ApoRed oder Tobi Spirit Hawk noch mit dazu. Hier. Gib die das mal ab. Das ist eine fette Truhe der Legenden. Die klingt stark. Alter, 500.000 schon. Pass auf, ich stell das immer hier hin und du bringst es rein und gibst ab. Hey, Deal. Ja, das wird jetzt gleich, wenn die vom Fort kommen, da wird es noch viel krasser abgehen. Ja? Ja, die haben die heftigen Sachen. Verdienen die ganze Zeit die auch schon mit? Ja, die kriegen jetzt alle gerade auch Gold. Also alle in der Allianz kriegen jetzt, weil wir abgeben, auch Gold. Freuen sich da noch mega. Klar. Was könnte ich mir als allererstes mit meinem Geld sinnvoll kaufen? Ich sag mal so, du hast ja noch gar nichts. Ich würde an deiner Stelle erstmal mir vernünftige Klamotten holen, damit du auch mal ein bisschen ernstzunehmend aussiehst. Oh, da kommt schon das nächste Schiff. Und die geben jetzt auch, aber da kriegen wir 50% davon. Ja, jetzt gleich geht das richtig los hier. Botschafterwert 80.000, ist das nicht voll viel? Ich hab da 4 Millionen. Gott. Du kriegst, wenn du den hoch hast, auch Skins und so dadurch freigeschalten. Den wirst aber jetzt gleich noch hochkriegen, das wird jetzt noch richtig steigen. Ich muss Level 50 sein bis Samstag.
Oh, jetzt geben die auch ab. Jetzt geht's los, sagst du? Ja, ja, jetzt geht's los. Und die anderen drei Schiffe kommen auch noch gleich. Ja, ja, die also die legen hier erstmal alles hin. Warum? Weil die da gleich drinne abgeben. Die legen sich das da hin. Vielleicht gibt das auch immer eine ab und die anderen legen hin. Oh, die eine Aschekiste kann ich nur aufschließen. Die musst du öffnen, ne? Bevor du die abgibst und dann die Sachen da draus abgeben immer bei den Aschekisten. Ach so, echt? Ich hab... Aber wir haben noch keinen Schlüssel mehr, oder? Ja, ja. Du musst drauf achten, wenn du die öffnen kannst. Die zwei, die jetzt hier stehen, die sind zum Öffnen. Da sind drei Sachen drinne. Die zwei, die jetzt hier stehen? Ja. Eine... Ah, da sind noch zwei, okay. Die kannst du mit R öffnen. Okay. Ich hab mir vorgestern das 8-Millionen-Segel gekauft. Digga, du spinnst. Und jetzt habe ich schon wieder 13 Millionen. Du hast 13 Millionen Coins. Ja. Boah. Warte mal, ich nehme die Kiste mit und mach sie dann davor auf. Ja, genau. Dann habe ich ihn noch die Kiste verkauft danach. Ja. Kommt das andere Schiff auch noch gerade? Ich guck gleich mal, aber da sind welche auf dem Weg hin. Also eins wird hier nicht verkaufen, weil die machen Athena, da macht das keinen Sinn hier zu verkaufen. Ach so, okay. Weil dann kriegen wir mehr XP bei Athena, wenn die das woanders machen. Ich habe jetzt schon 550.000. Aber man muss sagen, das ist jetzt quasi eine kleine Farm-Session gewesen, 3 Stunden, ne? Also wenn wir das am Samstag machen und du sagst, du kommst um 12 dazu, bis 15 Uhr da, dann fangen wir so morgens gegen 8, je nachdem, schon an. Dann stacken wir so... Ach lol, das ist ja krass. Dann stacken wir bis 15 Uhr. Ja. Und dann geben wir alles ab. Also dann haben wir auch das Schiff so beladen, dass du wirklich FPS-Drops auf dem Schiff hast. Okay, geil, das ist geil. Wir hatten gestern alle unsere Schiffe gesteckt, sind hier hingefahren an den Reaper Sideout. Und die waren so voll, dass bei anderen was die ist, wenn ihr abgestürzt sind. Okay, das ist Shit. Wollte gerade fragen, was, wenn ihr 24 Stunden sammelt und das größte Nein, das kannst du, dann stürzt der Server ab. Wenn das zu viele Schätze auf einer Stelle sind, kann der Server abstürzen. Ach du Scheiße, okay. Das waren all unsere Schätze, ne? Ja. Wie hell ist der? Der blendet. Warum muss Max bis Samstag Piratenlegende sein? Weil da ist ein Double XP Event. Double Coins Event. Und da wird auch das Reaper Multiplikator. Oh, wir haben ja noch einen Schädel. Der lag ganz oben. Den bring ich da auch nochmal weg. Festungsschädel. Ey, ich hab fast 600.000. Wenn das so weitergeht, werde ich einfach meinen Kumpel verdoppelt haben. Der, Alter. Der gibt 3.200 plus 5.000 nochmal. Du hast fast 9.000 Coins nur durch einen Schädel gerade bekommen. Hier ist nur noch ein Stab, soll ich ihn auch abgeben? Den kann man nicht verkaufen. Achso. Okay, die vom FOTD, die sind noch dran. Die werden dann jetzt gleich sich auf den Weg machen, wenn die durch sind. Hier ist noch eine Festungstruhe. Ja, kannst du abgeben. Ach, hier oben standen auch noch Sachen. Haben wir ja kreuz und quer auf unserem Schiff verteilt. Achso, nee, ich will nicht bis Samstag Piratenlegende werden. Ich will Level 50 Reaper werden. Samstag willst du Level 50 Reaper werden oder bis Samstag? Nee, muss ich bis Samstag, will ich schaffen. Ich guck nochmal ganz kurz ansehen. Was ist Reaper Schnitterknochen? Ja. Von 21 auf 25, das schaffen wir doch nicht. Oder? Also jetzt, wenn du, willst du jetzt vor Samstag noch ein paar Mal zwischendurch spielen?
Ich glaube, das wird knapp, ja, wieso? Dann können wir das schaffen. Also das Ding ist, wenn am besten ist, wenn wir das so geplant kriegen. Wenn du sagst, ey, keine Ahnung, ich komme Mittwochabend dazu, dann stacken wir das. Und dann, wenn du kommst, geben wir erst ab. Boah, das ist halt Luxus, ne? Das ist dann halt super Luxus. Die geben ab. Sollen wir denn mit Transportieren helfen? Ja, ich stell das immer vorne, hier vorne hin. Jungs, wir stellen euren Stuff hier vorne mal hin, ne? Ja, also am besten ist, wenn du abgeben willst mit und dann, sauer sind dann Gold machen willst, immer um 18 Uhr. Wenn du da dann da bist, dann kann man halt, da machst du das meiste Cash. Warum? Ja, weil dann jeden Tag von 18 bis 19 Uhr ist mal 1,5 aktiv. Jeden Tag? Ja, jeden Tag. Immer 18 bis 19 und 2 bis 3. Krass. Digga, der Schiele spricht mit mir. Ist ein bisschen Sauron-mäßig. Digga, sind wir hier am herumbasteln, ey. Geben die jetzt ab? Ja, die nehmen immer die Sachen hier und geben die da drinnen ab. Haben die mehr als wir? Boah, die haben schon ordentlich. Aber die sind auch zu dritt, ne? Naja, klar. Und die anderen müssen jetzt aber auch abgeben, oder? FOTD ist jetzt durch, weil jetzt kein Schädel mehr da. Die kommen jetzt bestimmt gefahren. Und dann geben wir mit denen jetzt auch gleich ab. Dann helfen wir denen immer. Wir tragen immer die Sachen mit denen, also denen dahin und dann geben die das ab. Dann geht's ja schneller. Nice. Du brauchst für den maximalen Multiplikator nicht Level 50. Ach, welches Level denn? Oh, was ist das denn? Oh! Fort of Fortune ist gespawnt. Da hinten, siehst du den Schädel? Ja, klar. Ist auch ein sehr, sehr krasses Event. Da gibt's auch sehr viel. Der Schädel sieht ja abgefuckt aus, ich krieg Kopfschmerzen. Ah, okay, die von Athena geben jetzt auch ab. Die Sea of Thieves Community ist ja mies sympathisch. Nee. Nee, also die meisten sind hier einfach irgendwie am Stream snipen oder killen oder ist halt Sea of Thieves, ne? Da lootet jemand zwei Stunden und dann tötest du den und nimmst deinen Loot. Also ich sag mal, wenn du mit so Leuten zockst hier so auf so Alliance-Server, das ist natürlich in der Community. Die sind mega. Ja, also in der Community muss man sagen, du hast halt so diese verschiedenen Camps. Ne? Es gibt dann halt diese PvPler, die sehen das als absolutes Gift. Gerade ist auch einer bei mir im Chat, der wieder am Rumragen ist deswegen. Geil. Bei mir keiner, wieso nicht? Ich denke mal einfach, weil die Leute wissen, dass ich das hier die ganze Zeit organisiere. Ich habe die letzten 3 Tage jeden Tag PvE-Server gemacht. Ich finde das übertrieben nice. Ich habe auch keinen Bock. Guck mal, Sebo und Reapers, die haben... Die hassen das. Ey, die haben... Ja, die hassen das. Pass auf. Aber die haben jetzt 2 Tage hintereinander nachts gespielt. Haben ihr Schiff gesteckt bis 2 Uhr nachts, um abgeben zu können. Haben Loot im Wert von 700.000 und wurden 2-mal versenkt nachts. Und haben alles verloren. Und ich jedes Mal, also wenn ich... Also kann man machen so... PvP fand ich ja auch geil. Wir hatten einmal die PvP-Folge. Warst du dabei? Ja, so PvP-Folgen, wir hatten ja PvP. So, wenn ich Bock auf PvP hab, dann queue ich auch da rein in diese Uhr. Ja, genau, das haben wir gemacht. Warst du dabei, als wir gequeued haben? Nee, bei euch nicht. Achso, okay. Aber Reapers meinte das schon, er wird nicht mehr mit dem 2-Master reingehen, weil ihm das zu anstrengend ist. So, und das Ding ist, ich hab mit Rumatra, mit Henki und mit Reapers gespielt. Und wir wurden direkt gestreamsniped. Ja. Und das war nicht das erste Mal. Wir wurden so oft jetzt gestreamsniped. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, auch gut. Ich werde es noch ein paar Mal probieren. Wenn mir gestreamsniped wird, mache ich das auch nicht mehr. Ist ja klar.
So, und jetzt habe ich für mich das so festgelegt. Am Wochenende zocke ich mit der Community Alliance Server. Unter der Woche spiele ich ganz normal und mache auch PvP, weil ich will ja die PvP-Fraktion leveln. Ja. Ah, der hat doch nicht abgegeben. Ich glaube, die haben alles hingetan, oder? Kann sein. Guck mal, wie jetzt geben die ab. Okay, Port of Damned sollte gleich kommen. Gut, dann haben wir, da sind 3 von 5 Schiffe abgegeben. Was sind die anderen 2? Guck gerade mal, die anderen, die geben jetzt bestimmt auch ab. Oh, guckt euch das an, Leute. Das ist einfach nur aus der Community. Die haben jetzt lange gefarmt. Und ja, die geben jetzt einfach ab. Und ich krieg 50% die ganze Zeit mit. Herrlich, wirklich. Das ist überhaupt nicht das Meer der Diebe, was wir hier machen. Das ist hier das Meer der Allianzen. Es ist Frieden eingekehrt auf den Server, auf die Ozeane hier. Alle arbeiten zusammen. Aber muss denn, das finde ich geil gerade. Das finde ich auch gutes Gameplay. Das Geilste ist ja, ich weiß, hast du von dem Spiel von Ubisoft mitbekommen, Skull and Bones? Ja. Das haben die ja jetzt schon wieder verschoben. Geil. Die Leute Scheiße. Wollen alle oder haben die Vorstellung, dass das ein Art Sea of Thieves wird, aber mit halt so Realismus-Grafik, ne? Nicht ja. So diesem Comic-Stil. Und dass ja. Du halt wie ein SOT Schiffe entern kannst, gehst irgendwie an Land, buddelst Schätze aus und so, ne? Und ja. Ubisoft kriegt es nicht hin, dieses Spiel zu liefern. Das Spiel von denen suggeriert das durch Trailer, weil du siehst dann, du kannst dann irgendwie in der Stadt rumlaufen, kannst da dein Schiff ausbauen und so. Aber wenn du auf dem Schiff bist, dann fährst du wie ein World of Warship. Echt? Ja, die verschieben und verschieben, weil die immer mehr merken, dass die Leute gar keinen Bock auf das Game so haben. Aber die ja? kriegen es auch nicht hin, dieses Gameplay zu liefern, was die Leute sich wünschen von dem Spiel. Ja, ja. Scheiße. Und die haben da ja so viel Geld reingesteckt in die Entwicklung von dem Spiel. Kacke. Der Athena-Stuff sollte auch gleich reingehen. Digga, es kommt so Knete rein, die sind genial. 675.000. Hey, es geht weiter, okay. Hier gibt gar keiner mehr ab. Oh, mein Spiel hat sich aufgehangen, ich muss hier hinterher joinen wieder. Oh Gott. Halb so wild, das ist nur ein bisschen Gold, was ich jetzt verpasse. Wo ist nochmal Emotes? Oh, kann ich den Leuten Schaden machen? Ja, ja, muss vorsichtig sein. Oh, sorry. Der hat gepennt, ich hab ihn angegriffen. Ich hab mich mit den Leuten angefreundet. Anfreunden gibt's einfach, aber wieso ist das Anfreunden? Okay. Oh, da bin ich einer gewischt mit dem Schwert, sorry. Ich komm nicht so dicht an mich ran. Ich drück F für mehr, da kommt nichts. Mein Charakter sieht echt doof aus. Also das ist irgendwie, ich sehe echt bekloppt aus. Es gibt bereits Petitionen, Flotten zu entfernen. Wie geil. Leute, starten Petitionen gegen die Alliance-Server. Das ist so nice. Die kotzen doch gerade im Strahl, als ich so kacke in dem Spiel bin und die ganze Zeit Gold bekomme. Ja, natürlich. Ich verstehe aber nicht, dass dasselbe wie mit hier damals mit der Diskussion bei Elden Ring, wo die Leute meinten, halt, es sollen keine Schwierigkeitsgrade rein, man muss sich das verdienen, das Spiel durchzuspielen. Ja, ja. Im Grunde genommen würde ja SOT das gar kein bisschen schaden, wenn die hingehen würden und sagen würden, ey, wir bieten von Anfang an PvE-Server an, weil es kommen ja. Dann einfach nur noch mehr Spieler, die dadurch auf den Geschmack kommen und dann vielleicht sogar irgendwann anfangen, selber PvP zu spielen. Ja, ja. Ja, ja. Das hat ja nur Vorteile. Frage. Unser Schiff ist abgegeben. Noch ein zweites Schiff ist abgegeben. Und jetzt kommt das Fortschiff. Das ist unterwegs. Da. Ich weiß nicht, Fortschiff? Die holen. Ja, ja, ja. Die, also das Schiff, was da gerade ist. Die das drehen jetzt.
Genau, die kommen jetzt hoch und die haben das meiste. Da machst du gleich richtig Gold. Die. Ah, wir haben doch schon richtig viel. Oh, ich bin Level 26 Schnitterkochen. 27! Mega! Little Ned hat deine Crew verlassen. Das bist du. Ich bin aber wieder da. Okay, alles klar. Das ist alles verzögert gerade. Karnath Fortune ist deiner Crew beigetreten. Das müsstest du sein. Boah, da kommt so Geld. Wer gibt denn gerade ab? Wo kommt das Geld her? Die sind's nicht, ne? Ist es gerade neuer Außenposten des Golden Sands? Oder Sanctuary Außenposten? Oder geben gerade beide ab? Die am Golden Sands, die geben jetzt ab. Und die oben auch, ja. Die fangen jetzt alle an abzugeben. Du kriegst ja auch die ganze Zeit Gold, ne? Ja, die ganze Zeit. Ja, ich bin jetzt schon auf 710.000. Ja. Liebes Sea of Thieves, habe leider keine Freunde, die es mit mir spielen wollen. Haben jetzt schon sehr viele geschrieben. Wir hatten doch mal immer für verschiedene Games Gruppen auf dem Discord-Server. Ja, macht bei Sea of Thieves auf jeden Fall Sinn. Ja, ne? Da gibt's sehr, sehr viele, die gerne zusammen zocken. Ja. Berühmtheit Level 78. Was war das höchste? Das Schiff müsste gleich mal ankommen, ja? Das ist hier auf der Karte. Ich guck mich ja mal du um. Siehst das schon von uns aus, wie das da hinten ankommt. Wir könnten mal unseres eigentlich hier rauswenden. Ja, ich mach das mal eben. Muss ich machen? Sag mir Segel hoch und runter, sag mir sowas. Anker hoch. Segel sind oben, Anker hoch, genau. Dann können die nämlich hier reinfahren und können schneller abgeben. So, sobald wir jetzt hier... Ja. Ich glaube, ich nicht ganz runter machen sollen. Das geht doch gar nicht. So, das reicht auch schon. Ich mach mal den Anker. Ja. Sorry. Und ich repariere mal. Wieso ist das so schnell auf einmal losgeboostet? Ey, kannst du das Fass hier unten öffnen? Ach, du hast noch Bretter, okay. Digga, wir sinken einfach, weil ich das Segel runtergemacht habe, hä? Ich habe nämlich gerade einen Bug, ich kann komischerweise nicht an unsere Fässer gehen. Okay, dann würde ich sagen, jumpen wir rüber und helfen denen mal eben ausladen. Beim Ausladen, ja. Wir müssen auch noch zum Schluss unsere Flagge gleich beide abgeben. Die gibt nämlich auch nochmal richtig Cash. Kann man nicht mehrere private Lobbys machen, wo du immer ganz zum Schluss dazu kommst und nur das Geld mitnimmst? Dann sage ich dir, dann rasten die Leute komplett aus. Wenn du das machst, dann werden die richtig ausrasten. Also, ich sag mal so, ich persönlich würde es schon sehr feiern, wenn du so einen 8-Stunden-Stream machst, wo du durchgehend nur in Lobbys reinschaust und mit abgehst. Die ultra viel Stuff haben. Aber dann werden die Leute voll ausrasten. Also ich sag dir, dann treibst du das, glaube ich, auf die Spitze. Dann entfachst du einen Armageddon in der SOT-Community. Das mag ich ja gerne. Ja, das macht mir gerade Sorgen. Ich spiele den ganzen Tag nicht. Ich join immer nur, wo die ultra viele Schätze haben, join der Allianz. Und geh dann wieder in die nächste. Und dann fängst du dein Video an mit, moin Leute, Trimax hier. Heute zeige ich euch, wie ihr SOT richtig spielt. Ihr habt das nämlich die ganzen Jahre über falsch gespielt. Kein PvP, kein PvE. Einfach nur verschiedene Server join und Gold mitnehmen. Ich würde auch fühlen, wenn... du so einen Stream aufsetzt und ich bin gar nicht da. Also ich stream gerade gar nicht und stelle mich AFK dazu und jeder, der in der Lobby dabei war und mitgeholfen hat, kriegt... Das Problem ist, du darfst nicht länger als 10 Minuten AFK im Spiel sein. Oh, das ist das Problem. Auch nicht im Knast?
Ja, sobald du AFK bist, fliegst du nach 10 Minuten raus, wenn nichts kommt, gar nichts. Smart von denen. Deswegen sage ich auch immer so, am besten ist, wenn man das konzentriert auf einen Zeitpunkt macht. Zum Beispiel du sagst, ey, 18 Uhr bis 19 Uhr bin ich da. Dann macht man dort quasi dann, dass man alles abgibt. Und dann musst du nur mithelfen abgeben. Digga, scheiße, ich bin weg von Pay-to-Win-Streamer zum Community- oder Reichweite-to-Win geworden. Schon in Clash Royale mit den Masteries. In Clash of Clans sowieso. Kacke. Ich muss mal wieder irgendwo richtig übertrieben reinpayen. Ein Autoklicker machen? Ne, das klingt nach einem Programm. Das klingt nach einem schäbigen Programm. Ist das hier eine Waffe oder ein... Ja. Und jetzt kommt die ganze Zeit das Geld rein. Ey, das ist so krass. Ne, ist jetzt schon verdoppelt. Ich war bei 380.000 gestartet, wir sind bei 800.000. Und wie viele Stunden hast du für die ersten 380.000 gespielt? 10. Und jetzt überleg mal, du bist um 18 Uhr gekommen, wir haben jetzt gleich 22 Uhr, das hast du jetzt in 4 Stunden gemacht. Ich bin nicht 18 Uhr gekommen, oder? Oder? 18 Uhr hast du dich bei mir gemeldet. Cool, von mir. Okay. Okay, 19 Uhr, sorry, 3 Stunden sogar nur. Also dein aktuelles Geld siehst du, wenn du auch Tab drückst, ne? Tab und oben rechts, dann hast du den aktuellen Stand. Das ist die ganze Zeit bei mir angezeigt. Ja, oben rechts, das ist aber nicht aktuell, das hängt hinterher. Ah, das hängt echt hinterher. Oh, ich liebe, dass das da reinkommt die ganze Zeit. Einfach fast eine Million, hä? Ey Jungs, kann mich wer von euch hören? Ja. Kannst du mich mal töten, bitte? Danke. Nicht aufheben, bitte. Meine Tasten funktionieren alle nicht. Ich kann nicht mal mehr Escape drücken im Spiel. Boah. Das ist gerade echt bodenlos. Ich habe meinen ersten 50 Stunden 380.000 verdient. Ja, Digga, dann hast du... Können wir gleich alle noch Musik machen als ja, Team? Können wir machen. Ist auch mal ein Wünsche für einige. Ja, das wird am Samstag wirklich bodenlos, wenn du da Piratenlegende bist vor Sebo und hast nur einen Tag gefühlt. Das wird ja so sauer sein. Das ist geil, das mag ich. Ich mach gerne Leute sauer mit sowas. Ich mag das aber auch so in Games so rauszufinden, was da so geht. Zum Beispiel früher in FIFA Street hast du Coins bekommen, je nachdem wie viel du getrickst hast in-game. Und der aller beschissenste Trick war Ball hochhalten. Hat ganz, ganz wenig Punkte gegeben und dadurch ganz, ganz wenig Points, ganz wenig. Aber wenn du ganz hinten bei dir in der Ecke standest bei FIFA Street, wurdest du nicht angegriffen. Das heißt, ja, war ich 11 Jahre oder 12 Jahre alt. Ich habe ein Gummiband um den Controller gewickelt, um die L2-Taste, dass er die ganze Zeit hochhält. Das abends gemacht, dann 8 Stunden gepennt, morgens aufgewacht, das letzte Tor geschossen, Spiel zu Ende und die Punkte haben halt böse gestackt. Dadurch habe ich super viele Coins bekommen und konnte mir geile Spieler kaufen. Das finde ich das Allergeilste überhaupt. Das liebe ich einfach nur. Oder geht's los, dann mach ich mit. Haben wir noch einen an der Trommel? Oh, wir haben es geschafft. Du bist eine richtige Band. Wie viel sind wir denn alle? Wie viel haben wir abgegeben? Wir haben alle davon gerade profitiert.
Ja. Und bei mir ist im Chat einer, der ist schon seit einer halben Stunde mit meinen Zuschauern am Diskutieren, wie scheiße das ist, was wir hier machen. Jetzt feiern wir uns alle mega ab, Digga. Wir haben alle eine halbe Million gemacht. Ganz entspannt in 2,5 Stunden. Geil, geiles Game. Bitte hol dir einen Skin. Nee. Ja, sauber, wir haben's. Ja, wir haben alles abgegeben. Auch die, Digga, 915.000? Ist von allen alles abgegeben, auch das fünfte Schiff, ne? Ich glaube, die haben auch alles schon abgegeben bei ihren Outposts. Guck mal eben. Wie kann der das machen? Also ich kriege auf jeden Fall kein Geld mehr rein. Mein Skin sieht so doof aus. Ich bin auch ganz alt und dick. Ich bin ganz alt und dick. Wieso kann ich shuffeln, Alter? Oh, ich muss auch mal gucken bei Athena, wie weit ich da gelevelt bin jetzt. Aber das wird nicht so hoch gegangen sein, glaube ich. Immer noch 11. Oh, unsere Flagge, Max, müssen wir noch abgeben. Mach das. Ja, du musst, glaube ich, mitmachen. Ich kann die nicht alleine abgeben. Oh, what? Echt jetzt? Ja, dann müssen wir die da abgeben, wo wir die angenommen haben. Mein Bier ist leer. Was für ein Scheiß. Grog kriegst du im Schiff. Digga, jetzt haben wir alle gesoffen und spielen voll Kacke. Ich hab, ja, einer hat mir ins Gesicht gekotzt. Ja. Ich hab meine Gitarre voll gekotzt. Jetzt kotzt die alles hier voll. Warum denn? Wir haben ein Bier getrunken. Was sind das für Piraten? Mich legt's komplett. Was war da drin? Das ist ein Grog, ne? Kein Bier. Das hört sich so schrecklich an. Digga, wie kann man denn so besoffen sein, dass man nicht mal trommeln kann? Ja, da wird noch mehr verkauft, ne? Ne, wir müssen unsere Flagge noch abgeben. Ja, wie geht das? Komm mit. Komm mit. Oh, die kotzen hier alle ganz toll. Hier. Einmal am Tisch das Messer reinstecken und dann einfach haben wir's. Messer in den Tisch und dann ist fertig. Zack. Bam, nochmal 5000. Sauber. Die anderen aber auch oder nur wir? Ne, die kriegen nur wir die Flagge, wenn wir die abgeben. Hat schon wieder jemand ins Gesicht gekotzt. Von der Band. So. Oh, steht der Kochen Level 30? Ja. Also am Anfang war ich 21, jetzt bin ich 30, das ist geil. Ja, und du musst überlegen, wir haben jetzt nur 3 Stunden effektiv gefarmt, ne? Ja, ne? Also, da ist weit mehr möglich. Das ist geil, Digga, das machen wir. So schafft nämlich so easy Piratenlegende. Digga, wie viele Leute, wie viel kotzen denn hier alle? Wahnsinn, wie viel die alle kotzen. Okay, geil. Bring noch ein Geschenk mit. 21. Oh.
Was war das? Das war mein Gestell. Alle Tuten, die anderen brennen. Kann ich mich in der Hölle ausloggen? Ja, ne? Ja. Geil. Ey, ich hoffe, die Leute werden auf YouTube schön sauer. Das wäre ganz nice. Falls ihr das sauer macht, lasst es mich gerne wissen. Schreibt gerne Kommentare, warum euch das sauer macht und wie sauer euch das Ganze macht. Warum wir das lassen sollten. Das lese ich mir mal sehr, sehr gerne durch und lache dann drüber mit G-Time zusammen.